Willkommen zur heutigen Matrix-Wissen-Runde. Wir haben heute als Gast den Bartosz Werner und das Thema heute ist transzendentes Träumen und der schamanische Tod im Traum. Vielleicht ganz kurze Vorstellung nur zu Bartosz. Also er ist Film- und Fernsehregisseur sowie Dozent für Regie, Konzeption und Filmdramaturgie an verschiedenen Hochschulen und Medienakademien. Er hat auch bei zahlreichen Kino- und Fernsehfilm Regie geführt und auch einige Bücher geschrieben. Und um eins von seinen Büchern, das im Jahr 2019 erschienen ist, da geht es heute nämlich um das Sachbuch Transzendentes Träumen. Ja, Bartosz, dann erzähl uns da einfach mal so ein bisschen, was ist denn Transzendentes Träumen? Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf und über dieses mir wichtige Thema sprechen darf. Transzendentes Träumen. Also, ich sag mal so, ich habe mich für diesen Begriff entschieden und ich habe lange nach einem richtigen Begriff entschieden, wie ich, sagen wir mal, die Traumarbeit, die ich verfolge, richtig betreiben kann. Und ich merkte, Klarträume, luzide Träume ist ein bisschen zu wenig, was eigentlich hinter dem Traum eigentlich steht. Und Carl Gustav Jung meinte so, dass, sagen wir mal, der Traum ein Einfallstor zur Seele ist. Und deswegen war mir ziemlich schnell klar, dass ich einen neuen Begriff dafür brauche, wie weit man in seinen eigenen Träumen vordringen kann. Und dass man, sagen wir mal, mir als materialistisch denkender Mensch, ich muss zugeben, ich war nicht immer, sagen wir mal, spirituell unterwegs. Kurz kann ich sagen, eigentlich ist das hier eigentlich ein kleines Outing von mir, weil ich, sagen wir mal, lange geheim gehalten habe, nicht wahr? Aber ich habe in meinen Träumen entdeckt, durch die Traumarbeit, die ich, sagen wir mal, für mich erschlossen habe, gemerkt habe, okay, es gibt noch weitere Wesenszüge in uns, die unbeschreibbar, unglaublich und lichtvoll sind. Und so hat sich der Begriff Transzendentes Träumen ergeben. Und das hat sich dadurch ergeben, in dem Aspekt, dass ich auf den schamanischen Tod im Traum gekommen bin. Das heißt, ich habe es, sagen wir mal, für mich als Lösungsweg meiner Probleme herausgefunden, dass der schamanische Tod bedeutet, der eigene Ich-Tod im Traum nicht nur heilsam ist, sondern spirituelle und transzendente Erfahrung in unseren Träumen offenbart. Das heißt, der schamanische Tod, das heißt, der eigene Tod im Traum ermöglicht es einem, in die eigene Tiefe zu fallen und Transzendenz zu erfahren. Und so könnte ich, sagen wir mal, für mich transzendentes Träumen erklären. Okay, dann kommen wir vielleicht auch noch dazu, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Weil wir hatten ja schon kurz Vorgespräch, da hast du erzählt, du hattest, ja, es gab ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben, wie du auf diesen Weg gekommen bist. Vielleicht erzählst du dazu noch ein bisschen was. 2006 ist es geschehen. Ich hatte einen kleinen Burnout. Das hatte damit zu tun, dass ich, sagen wir mal, am Ende meines Regiestudiums war. Besser gesagt, ich habe meinen Abschlussfilm, einen Kinofilm abgedreht, der lief auch dann direkt auch im Kino, da war ich 26 Jahre alt. Das heißt, ging irgendwie alles schnell und alles super, toll und so weiter. Und aber ich habe gemerkt, das hat mich stärker psychisch belastet, als ich dachte. Und da kamen noch ein, zwei andere Krisen mit dazu, etc. Es hat sich summiert und ich merkte, oh, mein Auge zuckt so ein bisschen, irgendwie verkrampft sich so meine Hand und so. Irgendwas stimmt nicht. Und ich dachte so, okay, wenn ich jetzt so weitermache, also den Karriereweg als Regisseur gehe, wie ich ihn eigentlich angestrebt habe, ich habe schon mit 16 Jahren Kurzfilm angefangen zu drehen, das war eigentlich sehr geradlinig. Alles, das endet nicht gut mit mir. Und für mich war ganz klar, Notbremse drücken, was kann ich machen? Ich war noch jung und naiv damals, dachte ich, oh, Therapeuten, nee, Meditation, und so weiter. Lass uns doch mal einen anderen Weg machen. Ich habe mich mit Psychologie ein bisschen beschäftigt, habe Carl Gustav Jung für mich entdeckt und da waren, sagen wir mal, die ersten Ideen, die Beschäftigung mit dem Traum sind zusammengekommen. Also Carl Gustav Jung war Namensvetter für die ganze Geschichte, wo man merkt, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, der hat das schon eigentlich alles gewusst. Es kam aber noch eine Sache dazu, die mir, sagen wir mal, aus dem Regiehandwerk, sprich Dramaturgiehandwerk geholfen hat, mich meinen Themen durch in Träumen anzunähern. Ich merkte so, ich habe einen Burnout, ich habe eine Krise und die verfolgte mich auch innerhalb meiner Träume. Das heißt, es gab wiederholende Träume, bestimmt besonders einen, der immer wieder dazu kam. Und ich dachte so, okay, das ist ein Hinweis, dass irgendetwas bei mir aus dem Lot geraten ist. Und das war ein Traum, wo ich dann öfters im Wasser unterging. Also das Wasser zog mich nach unten und ich ertrinke. Simpler Traum. Aber der kam öfters vor und ich dachte so, ah, okay, schauen wir mal, wie wir aus dieser ganzen Sache rauskommen.
aus der Filmdramaturgie. Wahrscheinlich kennt ihr das Heldenreisekonzept, also die Dramaturgie des Heldenreisen, die nach Christopher, nee, Campbell, Joseph Campbell hat das wissenschaftlich nochmal begründet und etc. Ist ein tolles Werk und so weiter. Und die wird, sagen wir mal, in der populären Dramaturgie, besonders in unseren, in den heutigen Hollywood-Filmen, ist sie sehr stark vertreten. Und da gibt es, sagen wir mal, in der siebten Sequenz, und das ist, sagen wir mal, gibt es einen bestimmten Aspekt, sagen wir mal, in diesen ganzen Filmen, Heldenfilm, Heldinnenfilm vorkommt, dass der Held untergeht, unter Wasser sich zieht oder stirbt oder, sagen wir mal, das Herz aussetzt oder in Ohnmacht fällt und so weiter. Das heißt, da gibt es diesen mystischen Tod, diesen vorübergehenden Tod. In allen diesen Märchen, Mythen, Legenden, egal welches, macht Frau Holle, wie auch immer, da gibt es diesen mystischen Tod, der dann zu einer Wiederauferstehung führt. Und ich dachte so, das ist eine coole Sache. Wenn der Tod, der mystische Tod, dieser spirituelle Tod, der eigentlich in jedem Heldenfilm dabei ist oder in der Heldenromanze ist, auf die Träume zu übertragen ist und das genauso funktioniert, dass man eine Wiederauferstehungserfahrung erlebt, warum sollte das nicht funktionieren? Denn Mythen, Legenden sind basierend auch auf Träumen etc. Und ich dachte, das ist doch eine entspannte Idee, lass uns doch mal im Traum sterben. Das heißt, so wie es, sagen wir mal, die Heldenreise-Dramaturgie in diesem Kinofilm immer wieder uns zeigt und jedes Mal, wir werden eigentlich damit zurzeit die ganze Zeit gelöchert, mit der Heldenreise-Dramaturgie. Und daher kam die Idee, sich, sagen wir mal, diesem schamanischen Tod, den ich so für mich genannt habe, im Traum zu befolgen. Denn, und das ist das Spannende, wenn man sich mit der Heldenreise-Dramaturgie auseinandersetzt, ist das Böse nicht dazu da, um böse zu sein, sondern es hilft eigentlich nur lediglich, oder besser gesagt, es schlägt lediglich so lange auf den Helden oder die Helden ein, bis es zum Erliegen kommt, damit alle Strategien, die er bis dahin gehalten hat, aufgibt und von dort von neuem wieder aufersteht. Das heißt, das Böse im Film ist nicht böse, böse zu sein, sondern es ist eine Hilfestellung, damit das eigene Ich aufgegeben wird, das Ego. Das ist der Hintergrund dieser Heldenreise der Komödie. Das heißt, ich habe diese zwei, drei Ideen zusammengebastelt und meinte so, okay, wenn ich mit meinem Traum-Ich im Traum sterbe, löse ich damit meine Ego-Kontrolle auf und wache auf einer anderen Ebene wieder. So, das war die Theorie. Dann dachte ich mir, na gut, wir versetzen es mal in die Praxis um, schauen mal, wie das funktioniert. Und dann habe ich mich ein paar drei, 4 Tage, sagen wir mal, auf den initiatorischen Tod eingestimmt. Und ich wusste, der Tod im Traum, das heißt, wenn ich unter Wasser gezogen werde, wird geschehen. Es wird passieren. Ich bin in einer ausweglosen Situation. Ich habe einen leichten Burnout. Größeren, ich sage es mal leichter. wie auch immer. Er wird kommen. Und der Traum ist gekommen. Und ich merkte, wird wieder unter Wasser gezogen. Immer tiefer, immer tiefer. Und dann habe ich gesagt, hab mich dann plötzlich, wurde ich prälucid, habe mich an die Heldenreise-Dramaturgie kurz erinnert. Ich lasse mich jetzt sterben und erleide den Heldentod. So, naiv, zu 26 Jahre alt, schauen wir mal, was passiert. Wumm. Wurde runtergezogen, ich habe aufgegeben und ich merkte, mein Traum-Ich und wunderbar unter Wasser atmen. Ich lasse mich weiterziehen auf den Boden des Ozeans, komme dort an und wache in diesem Moment auf. Merke, dass sich die ganze Energie, diese Anspannung, dieser Kampf, den ich hatte, in sekundenweise aufgelöst hat. Das war weg. Also ich war Friede plötzlich in mir, weil ich diesen Kampf ums Überleben erstmal gelassen habe. Und als ich gemerkt habe, dass das funktioniert, natürlich kam die Krise, kam in meinen Wellen wieder zurück und so weiter, aber ich habe gemerkt, ich habe für mich einen Schlüssel für mich gefunden, wie ich mit einer angespannten Situation im Leben umgehen kann und wie ich sie, sagen wir mal, in einem Traum, luziden Traum und später transzendenten Traum, wie ich das für mich genannt habe, bewerkstelligen kann. Und somit war der schamanische Tod die Lösung für diese Sache und daraus haben sich dann viele andere Phänomene dann ergeben. Und ich muss zugeben, ohne die Krise wäre ich gar nicht auf diese Verknüpfung gekommen und einfach gesagt so, oh, komm, lass mal sterben heute. Okay, der Jonas hatte eine Frage in den Chat geschrieben, und zwar, warum heißt es denn schamanischer Tod im Traum? Warum dieser Begriff schamanisch? Ich habe den tatsächlich, das ist eine gute Frage, eigentlich ist es der initiatorische Tod, das ist, sagen wir mal, aus der Heldenreise entlehnt, aber sagen wir mal so, unter den Schamanen gibt es ja auch viele Initiationsriten, wo man von Jugendlichen zum Erwachsenen, sagen wir mal, als in einem Ritus, sagen wir mal, gebracht wird. Und meistens werden die, sagen wir mal, in der Wüste für 4 Tage weggeschickt. So, die erleben damit zum Beispiel den schamanischen
tot, um von dort, sagen wir mal, aufzuerstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Begriff präzise gewählt habe, aber in diesem schamanischen Tod, den fand ich ein bisschen griffiger als der initiatorische Tod, ergeben sich daraus auch viele geistige Möglichkeiten daraus. Und wenn man sich mit Trancezuständen beschäftigt und mit Schamanismus an sich, merkt man, dass da, sagen wir mal, vieles Wissen über übersinnliche, mystische Kräfte, sagen wir mal, gesprochen wird. Und deswegen habe ich mich da in dieser Hinsicht entschieden, das auch für mich so zu nennen, weil das ein bisschen spannender als jetzt als initiatorische Begriff. Vielleicht ist das jetzt eine Wortkombi von mir gewesen. Okay, so, ich habe mir ein paar Bemerkungen zu deinem Buch gemacht. Und zwar die erste wäre, du schreibst darin, dass ein praktischer Nutzen der Traumbeobachtung ist, dass es eine Art Intuitionstraining ist. Kannst du das mal ein bisschen erklären, diesen Zusammenhang? Es ist total schräg. Also als ich festgestellt habe, dass man keine Angst im Traum haben braucht, weil das, und das sagt, sagen wir mal, der Tod im Traum, und das ist eine Konsequenz, die sich daraus erschließt. Ich bin über 500 Mal gestorben, eigentlich viel, viel mehr. Ich kann das gar nicht mehr zählen. Stellt man fest, dass das eigentliche Traum-Ich unsterblich und unendlich ist. Das heißt, in uns gibt es, also das Traum-Ich an sich ist schon eigentlich der beobachtende Geist. Vielleicht die Seele, was auch immer. Nur weil wir durch unsere körperlichen Belange etc. oder unser materielles Wissen eigentlich dieses Traum-Ich, was eigentlich schon der vollkommene Geist ist, eingrenzen, kann es durch uns gar nicht durchwirken. Das ist die Theorie und die habe ich, sagen wir mal, für mich über das häufige Sterben im Traum wurde konkreter geworden. Und für mich wurde es klar, okay, das ist der Weg. Das heißt, wir lassen umso mehr unser materielles, geistiges Bewusstsein los, umso mehr können wir, sagen wir mal, zu unserem ursprünglichen Sein zurückkommen. Und das bedeutet, und das war das Spannende, was dadurch passiert ist, dass ich das sehr oft gemacht habe und ich habe, sagen wir mal, viele Ängste für mich, sagen wir mal, auch so geregelt, egal was da passiert ist. Ich habe es zugelassen, egal wie oft ich zerschmettert, zerfleischt, verbrannt wurde, eingeschmolzen wurde, im Eis ertrunken, also alles, also jede Todesart, die man da machen kann, habe ich schon hinter mir. Und interessanterweise, danach ist der Körper entspannter als vorher. Die tun nie weh. Es ist immer die Angst vor der Angst. Denn man darf nie vergessen, dass im Traum alles eine Illusion ist. Alles in einem Traum bist du ja selbst. Alle Nebenfiguren, alle Figuren, die da sind, egal ob das jetzt, sagen wir mal, Wasser ist, Feuer oder auch ein Drache oder was auch immer, bist du selbst. Und das ist, liegt jetzt an dir selber, ob du dich mit diesen Teilen versöhnen möchtest oder, sagen wir mal, sie an dir ausleben möchtest. Das sind deine eigene Aggression, Zorn, Groll, Wut, Eifersucht, alles mögliche und so weiter. Und ich habe das alles auf mich zugelassen, damit sie diese Gefühle auch ihren Willen erfahren. Und natürlich wirkt das in diesem ersten Moment sehr zerstörerisch, weil man die Angst hat, loszulassen oder zuzulassen. Aber in dem Moment, wo es passiert, alle Stille da. Und auf die Frage der Intuition, und das passiert nämlich dann automatisch, was mir geschehen ist, wenn man, sagen wir mal, diese ganzen negativen Aspekte in sich entspannt, immer wieder loslässt und immer tiefer in sich hineinfällt, steigen die eigenen geistigen Kräfte hoch. Das ist Intuition, Empfindsamkeit und alle anderen Sachen, die dann mit dazugehören. Bei mir hat sich das tatsächlich praktisch sehr stark ausgeprägt, als ich meinen zweiten Kinofilm gedreht habe, das war Unkraut im Paradies 2010. Es ist, sagen wir mal, immer eine sehr angespannte Situation. Man muss ziemlich schnell reagieren, man muss sehr schnell Entscheidungen treffen. Wenn die Kostümdame dann die Szenografie dazu kommt, dann die Kamera auf dich alle einreden und irgendwas vorstellen, die wollen, weil die Zeit läuft, muss man sich entscheiden. Und ich habe gemerkt, dass mein Rücken dafür dann die Entscheidung immer getroffen hat. Das heißt, ich habe immer kurz auf meinen Rücken gehört, so, ist die Entscheidung links oder rechts? Und der Rücken sagt rechts. Oder ich frage den immer kurz den Rücken. Und dann habe ich das den Teammitgliedern allen so geraten und gesagt, okay, das geht mir zu schnell, ich höre immer auf meinen Rücken. Und dann kam die früher oder später auf mich zurück, fragt die Kostümdame, ja, Kostüm links oder Kostüm rechts? Was sagt dein Rücken? Rücken sagt, das gut genommen. Oder so. Und dann war das bei jeder Entscheidung so. Der Rücken hat die Entscheidung getroffen und das lief super durch. Und interessanterweise, das ganze Team-Ensemble hat sich plötzlich danach ausgerichtet, was der Rücken sagt, weil ich manchmal ein bisschen überfordert war und besonders beim 12., 13. Drehtag, dann ist man eh ein bisschen durch, war das eine sehr, sehr große Hilfestellung. Und das ist, sagen wir mal, Form von Intuition, die sich, sagen wir mal, dann auch körperlich, sagen wir mal,
bei mir zum Beispiel über den Rücken ausgewirkt hat. Bei anderen wäre es wahrscheinlich dies oder jenes und so weiter. Aber das war auf jeden Fall etwas, was daraus direkt resultiert ist. Okay, ja, der Ralf hat auch noch eine Frage in den Chat geschrieben. Welche Arten von Träumen hast du für dich entdeckt und welche Unterschiede hast du festgestellt? Also, ich kenne die ganze Gruppe hier, klar, das Phänomen der Klarträume. Ich habe, sagen wir mal, Klarträume nie erstrebt. Ich wusste auch damals davon nichts, etc. Aber ich habe gemerkt, wenn man den Albtraum wiederholen lassen kann, und das habe ich nämlich gemacht, denn man kann nämlich Albträume, die Ängste, die in einem Traum aufsteigen, einfach wiederholen. Das heißt, man hat einen Albtraum, man macht den Schock nach, und dann bleibt man aber in dieser Körperstellung liegen und schaut sich den Traum doch mal vom geistigen Auge an. Ach, wie bin ich gerade gestorben? Bin ich dies oder jenes? Was ist da passiert? Es kommt ein Drache auf mich zu. Dann habe ich mir den Drachen nochmal vorgestellt. Er kommt nochmal auf mich zu. Es beißt mich, etc. Und ich knuddel ihn gleichzeitig dabei. Das heißt, ich habe alle Phänomene geknuddelt. Und mit dieser Visualisierung bin ich nochmal eingeschlafen und gebeten, nochmal bitte Albtraum wiederholen. Und tatsächlich, der Albtraum wird wiederholt. Ich bin direkt präluzid geworden und merkte so, ah, okay, ich kann den Drachen, diesen Terminator oder was auch immer das ist, einfach knuddeln und habe es angenommen. Das heißt, so habe ich für mich Klarträume erfahren. Meiner Meinung nach ist die Klartraumerlernung durch die Wiederholung eines Albtraums am einfachsten. Interessanter ist, wenn man sich das bewusst ist, nicht wahr, dass man sich einen Albtraum wünschen kann und sagen so, oi, ich wünsche mir den Tod, ach komm, ich wünsche mir den Teufel, der mich da jagt und so weiter und den knuddel ich. Klartraum ist auf jeden Fall gewiss und man wird sich mit diesem Element, mit diesem Symbol, das nur eine Energiegehalt ist, egal welche Form es anhat, wird diese Energie in sich integriert und entspannt. Ja? Und man kommt, sagen wir mal, langsam in ein Gleichgewicht der Energienebenen. Das heißt, ich durfte nicht nur, sagen wir mal, präluzide Träume erfahren, sondern auch diese Klarträume und dann, sagen wir mal, innerhalb der Klarträume, das heißt, wenn man, sagen wir mal, weiß, dass man sich bewusst ist, kann man, sagen wir mal, den initiatorischen Tod direkt auch einleiten. Also man fliegt jetzt nicht irgendwo weg oder man lässt sich irgendwelche Wünsche, sagen wir mal, erfüllen. Das kann man alles machen, alles wunderbar. Ich habe es dann direkt vorgezogen, nach oben zu fliegen und direkt mich auf den Boden abzustürzen. Bum. Schauen, was passiert. Nochmal. Hoch. Bum. Nochmal. Bum. Und beim vierten Mal geht es durch die Decke oder durch den Erdboden. Und dann kommt man, sagen wir mal, in den Bereich, den ich transzendente Träume nenne. Weil man merkt, hier kommen plötzlich Aspekte rein, die, sagen wir mal, in der Heldenreisemythologie schon angedeutet sind und Erfahrungen, die, sagen wir mal, in den Klarträumen nicht so schnell machbar sind. Und da wird man auch, sagen wir mal, trifft man auch Mentoren, Mentorinnen, die auch einen durch diesen Weg oder durch dieses Labyrinth des Unbewussten führen. Denn dann geht's ab in die Dunkelheit. Und das war auf jeden Fall so der Weg zu diesen transzendenten Träumen. Und innerhalb dieser transzendenten Träume gab es auch dann, sagen wir mal, auch diese Fragmente der außerkörperlichen Erfahrung, das heißt durch den dunklen Tunnel, Strudel, reinziehen und so weiter. Gab es auch alles dabei. Deswegen geht das auch dann später tatsächlich Richtung auch Astralreisen. Nur das hat mich damals nicht so interessiert, weil ich dachte so, okay, warum soll ich eine Astralreise machen oder was auch immer da draußen, wenn ich noch nicht weiß, wer ich bin. Was ist mein Traum? Wer bin ich wirklich? Woher komme ich? Woher ist meine Quelle? Und das kann ich nur rausfinden, wenn ich, das ist meine Meinung, über den Tod mein Ich loslasse, meine Kontrolle loslasse und schaue, was wirklich ich bin. Besonders das Traumich. Und wenn man diesen Weg verfolgt ist, was das Traumich eigentlich ist, ergeben viele, sagen wir mal, übersinnliche Phänomene, die, sagen wir mal, schon dokumentiert sind, mehr oder weniger Sinn. So, ich hoffe, ich habe die Frage richtig beantwortet. Einfach sonst nochmal stellen. Okay. Ja, dann lassen wir erstmal die Ingeborg ran. Die hatte sich gemeldet. Ingeborg, bitte. Ja. Danke, Bartosz, du hast die Frage hervorragend beantwortet. Ja, ja, ich oute mich gleich, ich habe dein Buch gelesen. Dankeschön. Genau,
Ich bin damals irgendwie auf den Titel gestoßen und habe das dann mir sofort gekauft. Wir haben sogar zwei, drei E-Mails gewechselt. Das ist schon länger her. Also, genau. Und ich habe viele Fragen gestellt dann im Laufe der Zeit. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat vorhin, du hast es aber auch schon wieder aufgelöst. Du hast gesagt, was man da träumt hat, ist, also man sieht Aspekte von sich, man sieht nur sich. Dann hast aber jetzt gesagt, du kommst auf die Ebene des transzendenten Traumes und dann kommen Mentoren, ja, ne? Und jetzt meine Frage, du hast also Mentoren getroffen, da würdest du aber sagen, die gehören jetzt nicht mehr zu dir, oder? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich sage, sagen wir mal so, dass, sagen wir mal, was die Albträume angeht und die Welt der luziden Träume, davon kann man ausgehen, dass, sagen wir mal, 99% aller dieser Gestalten man selbst ist. Also man sollte sich, man, also das ist meine Meinung. Aber es kommt tatsächlich so diese 1% an Gestalten, Figuren mit rein, die eigentlich, sagen wir, aus dem kollektiven Unterbewusstsein vielleicht kommen könnten, Carl Gustav Jung und so weiter. Und tatsächlich sind diese Mentoren und Mentorinnen weiser als man selbst. Also ich staune immer wieder über deren Intelligenz und Weisheit, die in mir, jedenfalls ich als Mensch, nicht intus hatte, hätte. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass, sagen wir mal, dort auch Kräfte greifen, die in uns weilen, die gehören ja auch zu uns, auch diese Mentoren sind Teile von uns, aber die sind einfach klüger als wir selbst, würde ich das sagen. Und das ist dann die Intuition, die Empfindsamkeit etc., die, sagen wir mal, da mitschwingt, die vielleicht das noch unterstützen. Es ist auch so, dass, sagen wir mal so, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, auf diesen transzendenten Ebenen wechselt man, sagen wir mal, und dessen ist man sich trotzdem auch nicht bewusst, das bekommt man immer mit, wenn man, sagen wir mal, aufhört, auch in die Status eines Lehrlings, eines Schülers oder Schülerin oder wie auch immer. Und man merkt, man wird, sagen wir mal, an den reifen Figuren, die dort auftauchen, Prüfungen ablegen dürfen und man lernt viele, viele Sachen dann von denen. Das heißt, die Sache kippt ein bisschen. Und wenn man das für sich eingesehen hat, dass man, sagen wir mal, in einem Prozess oder in einem Entwicklungsprozess gerade mit dabei ist, unterstützen, sagen wir mal, diese Mentoren dabei zu wachsen, noch mehr seine Ängste, sagen wir mal, über die Schippe zu werfen und so weiter. Und dann, sagen wir mal, auch spirituell zu wachsen, geistig zu wachsen, etc. Denn man weiß ja gar nicht, und das ist das Erschreckende, wie jung man noch in den Träumen ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich bis jetzt erst 3 Jahre alt in meinen Träumen bin oder in den transzendenten Träumen. Das heißt, da ist noch ein ganz weiter Weg nach oben, was man alles noch dort lernen kann und auch, sagen wir mal, auch in die Realität übertragen kann. Deswegen, ich sage hier ein ganz klares Jein. die gehören zu dir selbst, aber zeigen auch einen Weg in das große Ganze, mit dem sie mit allem verbunden sind. So würde ich das sagen. Ich meine, es ist ja ohne dies so, dass man sagt, die Anzahl der Bewusstseine im Universum ist eins. Insofern fällt sowieso wieder alles, sagen wir mal, versteht man, wir sind so alles eins. Aber auf den verschiedenen Ebenen darunter gibt es eben schon Trennungen, würde ich sagen. Und wenn es jetzt darum geht, um diese Intersubjektivität herzustellen, dann muss man sich, denke ich, eben in den Ebenen drunter auch aufhalten und mal zulassen, dass er, meines Erachtens, jetzt meine Meinung, zulassen, dass so ein Mentor womöglich nicht Teil von einem ist, ja, erst einmal, sondern dass der dann da irgendwie kommt, um einem was zu erhellen oder Aufgabe zu geben oder wie auch immer oder eine Lösung zu zeigen. Ja, das war das eine und das dann noch das andere. Hast du in dem Zusammenhang Träume gehabt,
die sozusagen zukünftige Ereignisse vorausgesehen haben. Also du siehst schon, es geht mir darum, inwieweit dein Traumerleben sich direkt und zwar unmissverständlich auf das Wachbewusstsein des Kollektivs beziehen lässt. Also es gibt sehr viele Indizien dafür. Und jetzt, nachdem, sagen wir mal, in dem letzten Jahr noch stärker darauf hingewiesen wurde, das wurde auch schon im Buch oder in den ersten 5 Jahren ziemlich klar und eindeutig gemacht, Bardolf, ich weiß, du hältst nichts davon, aber wie wäre es, wenn du dich mit dem dritten Auge beschäftigst, so mit Stirnchakra und Zirbeldrüse? Nee, interessiert mich nicht, will ich nicht, bloß nicht und so weiter. Aber im letzten Jahr kam das sehr, sehr häufig vor. Und ich meine, nochmal das dritte Auge, nochmal und so weiter, etc. Und dann haben die mir auch eine Anleitung gegeben, wie ich das für mich noch ein bisschen aktivieren kann. Und tatsächlich, als ich, sagen wir mal, mich damit noch stärker beschäftigt habe, ist plötzlich eine Zeitmaschine vor der Tür. Der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Ich bin Filmemacher, also das Symbol wird immer dargestellt, was mir entspricht. Und da ist die Einladung von meiner Mentorin, also meiner Anime, möchtest du mit einsteigen in diese Form von Zeitmaschine? Und du denkst so, ah, nö, bin noch nicht so weit. Vielleicht das nächste Mal. Aber ich merke so, okay, da gibt es etwas, wo dieses Spektrum aufgebaut wird und erweitert wird, egal was das bedeutet. Interessanterweise ist, vor 2 Wochen hatte ich einen Traum gehabt und ich dachte, wow, was ist das? Und da sehe ich, sagen wir mal, ein Foto im Traum, wo ich, sagen wir mal, die Holocaust-Menschen oder Überleben oder die Menschen, die, sagen wir mal, im Gefängnis eines Holocaust gerade sind und dort leiden. Und das ist ein Foto, wo ich merkte so, wow, damit habe ich ja gar keinen Bezug. Warum kommt dieses Foto in mein Leben jetzt rein? Holocaust, Menschen etc. und so weiter. Und dachte so, okay, habe es mir kurz aufgeschrieben, habe jetzt davon nicht gehalten. 4 Tage später bin ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und begegne einer Dame, die sich, sagen wir mal, um Holocaust-Denkmäler, sagen wir mal, kümmert und das Gedenken an diese Menschen hochhält und auch Interviews mit diesen Menschen fährt, die, sagen wir mal, überleben oder noch leben. Und da war ich doch ein bisschen überrascht. Ich war, wie dicht das beieinander war. Und ich war auch, staune jetzt gerade, dass ich diese Geschichte hier auch überhaupt erzähle, aber wo ich merke, so, okay, das war auch ein schönes Gespräch und so weiter. Und dann gingen auch die Wege auseinander. Aber ich habe ihr das auch mitgeteilt. Und dann meinte sie so auch zu mir, ich war schön, dass du das sagst, denn eigentlich ist das von ihrer Seite so ein Tabuthema, weil niemand darüber reden möchte. Und wir konnten uns dann in diesem Moment über dieses Thema auseinander, also unterhalten. Und ich konnte ihr den Raum geben, sich ihre Stimme, sagen wir mal, noch mehr zu geben. Und das fand ich interessant, dass das zusammengekommt. Also das wäre für mich jetzt so ein kleiner Indiz, der, sagen wir mal, jetzt aus dem Traum in die Realität rüberkommt. Das ist jetzt keine große Sache. Aber ich habe schon, sagen wir mal, in der Vergangenheit schon mitbekommen, okay, da kommen Symbole aus der Unterwelt, Königin oder Königin, ich war, die dieses Talent haben. Aber da ich ja noch ein kleiner Junge dort bin, muss ich noch mal schauen, wie sich das tatsächlich ergibt und wohin mich meine Reise tatsächlich führt. Das okay so? Okay, da hatte sich der Ralf als nächstes gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich habe mal eine Frage. Was verstehst du genau unter einem Traum? Weil so wie du das beschreibst, könnte das auch ein ganz normaler Meditationszustand gewesen sein, aus dem heraus du eine sogenannte Astralreise machst. Verstehst du da Träumen tatsächlich abends ins Bett gehen und sich das vornehmen, was zu träumen? Oder machst du das auch tagsüber bei einer normalen Meditation? Einfach um das Wording nochmal zu klären. Sehr gerne. Also tatsächlich passiert das im Schlaf, also wenn ich nachts schlafen gehe. Früher habe ich mir, sagen wir mal, den Tod noch im Traum gewünscht. Der kam dann später automatisch und so weiter. Das musste man gar nicht mehr machen. Also das heißt, mich irgendeine Angst stellen, damit ich, sagen wir mal, die auch verarbeiten kann. Und damals in dieser Burnout-Krise, da kamen ja viele Ängste zusammen. Da musste, sagen wir mal, vieles, sagen wir mal, ausgeglichen werden. Und so habe ich, sagen wir mal, diese Anteile von mir eingeladen, mich mit mir zu beschäftigen. Das heißt, es passiert tatsächlich nur nachts. In der Meditation habe ich sowas noch für mich noch nicht erlebt. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert, aber ich schaffe es noch nicht so einfach. Also ich schaffe es noch nicht, so in die Stille in mir zu kommen, um diese Erfahrungswerte zu sammeln. Deswegen
gehe das alles nur nachts bei mir. Okay, danke. Und vielleicht das ist das, was ich das, sagen wir mal, das Spannende finde, ist, was dadurch passiert ist, dass, sagen wir mal, dieser Weg jedem Menschen möglich ist, weil der Schlaf ist da. Und diesen kleinen Tod, und das ist ja, sagen wir mal, der Schlaf ist der kleine Tod von dem großen Tod, sagen wir mal, kann man für sich nutzen tatsächlich, um in Verbindung mit dem schamanischen Tod Sachen, sagen wir mal, auszugleichen. Das heißt, man wird jetzt nicht alle Sachen, sagen wir mal, los und so weiter, sondern man bekommt, sagen wir mal, ein eher ausgeglicheneres Gefühl für die Welt und man reagiert weniger extrem in dieser oder jener Situation, sondern ein bisschen entspannter. Und das erleichtert auch schon vieles im Leben. Okay, danke. Dann hatte sich der Tim gemeldet. Ja, und zwar würde mich mal interessieren, weil du sagst ja, du hast ja öfter beschrieben, dass du, wenn du aus den Träumen aufwachst, dieses körperliche Entspannungsgefühl hast an bestimmten Körperteilen, was weiß ich, wenn du jetzt einen Stich bekommst, sag ich mal, auch an dieser Stelle eine Entspannung spürst dann. Mich würde mal interessieren, ob du schon vor deiner Traumarbeit vielleicht irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, wo du jetzt sagen kannst, die sind verschwunden durch diese Arbeit da dran. Ob du sowas feststellen konntest für dich? Ja, also das mit der Anspannung mit der Hand und mit dem Zucken im Auge ist eh sehr schnell vorbeigegangen. Aber was interessant, was passiert ist, nicht wahr, dass ich nach oben ausgerichtet werde. Das heißt, ich kann gar nicht krumm mehr sitzen. Also ich kann nur tatsächlich gerade sitzen, egal bei welchem Essen, egal wo ich, sagen wir mal, bin, wo man merkt, so eine Ausrichtung nach oben passiert. Das heißt, Sachen, die, sagen wir mal, einen runterziehen körperlich, werden dadurch entspannt, um dich, sagen wir mal, aufzurichten. So, das ist jedenfalls ein Phänomen, den ich gerade für mich beobachte und gerade auch feststelle. Das Interessante ist, weil du meintest so, man wacht direkt mit Entspanntheitsgraden und so weiter, die vielleicht im ersten Moment schmerzlich sein können, aber die Entspannung kommt, sagen wir mal, mit direkt dazu. Das ist eigentlich mehr oder weniger, kann man sich so vorstellen, wenn man zu einem Zahnarzt mit einem faulen Zahn hingeht. Da, wenn man ihn rauszieht, tut es weh, aber man ist sehr, sehr froh, dass er draußen ist. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und interessanterweise, ich habe ziemlich schnell gemerkt, und das wurde mir auch öfters visualisiert, dass diese Zugriffe, die auf einen passieren, weil meistens sind das irgendwie Schlangen, Tiere, Hunde, die oder irgendwelche gefressigen Tiere, Mücken, alles, was stechen kann, alles, was scharf ist. Haie sind die coolsten. Haie sind die gesündesten Viecher, die einem begegnen können. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, sich von einem weißen, verrückten Hai beißen zu lassen, bloß beißen. Schlangen, besonders Schlangen. Oh, Schlangen sind die besten. Unbedingt sich zu beißen lassen. Ihr werdet merken, die Kundalini wird von alleine aufsteigen. Das ist ein anderes Thema. Das Interessante ist, diese Zähne, zu meiner Erfahrung, greifen auf die Meridianlinien zu, also auf die Akupunkturlinien zu. Das heißt, wenn der Hai zubeißt, das Krokodil, greift er mit seinem Mund direkt auf die Stellen, die Akupunktur landen, die aus dem traditionellen chinesischen Medizin bekannt sind, drückt sie auf Druck, auf diese, und die fühlen sich auch nur so, das ist ein kleiner Druck. Die Angst ist viel größer, aber wenn man die, sagen wir mal, über sich ergehen lässt und den Druck spürt, kommt direkt dann, sagen wir mal, die Entspannung direkt beim Aufwachen. Ja? Und das ist erstaunlich, wie man sich gar nicht bewusst ist oder man ist sich gar nicht bewusst, wo man überall angespannt, verspannt ist oder wo welche Blockaden sind. Die nimmt man, sagen wir mal, als Erwachsener gar nicht mehr richtig wahr. Die man, sagen wir mal, damals als Kind vielleicht oder als Baby erfahren hat und die, sagen wir mal, sein ganzes Leben mitträgt. Und das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, diese Tiere oder was auch immer an sich zu lassen, damit sie für dich diese Arbeit erledigen. Und das war auf jeden Fall meine Feststellung. Ja, die Ingeborg hat sich nochmal gemeldet. Sehr gut, das passt nämlich gerade sehr gut. Ich zitiere jetzt aus deinem Buch. Ich habe mir da etliche Notizen gemacht, etc. Und da wollte ich dich bitten, dass du da einfach nochmal ein bisschen weiter ausholst. Und zwar Seite 218. Im nächsten Traum sagt mein Mentor, dass die Operationen auf der vertikalen Ebene, also was du gerade jetzt schilderst, ne, diese Sterben, ja, dass die nun vorbei sind
Jetzt geht es weiter in die horizontale Ebene, also in die Weite. Die Neuausrichtung in die horizontale Ebene führt uns tiefer ins Element des Wassers und zu mehr spirituellen Erfahrungen. Jetzt, ja. Genau. Also was du da jetzt beschrieben hast, also dieses Sterben, ja, der Tod und das Auflösen des Ego, das gehörte dann zur vertikalen Ebene. Und was gehört alles in die horizontale Ebene? Das ist das eine. Und also das Buch ist ja 2017, oder wenn ich es recht sehe, erschienen. Wir haben jetzt 2020. Was ist dein aktueller Stand zu diesem Gedankengang? Der ist tatsächlich immer noch richtig. Es ist so, wenn man sich in die Tiefe immer mehr fallen lässt, immer durch das Sterben, irgendwann mal kommt man zu dem Punkt und lässt nochmal sterben und wacht direkt auf. Das heißt, es geht nicht mehr weiter. Das heißt, es gibt so einen Punkt, wo man merkt, so, okay, man wird in eine andere Richtung ausgerichtet, weil man tiefer nicht mehr ankommen kann. Und deswegen geht es dann, sagen wir mal, in die Weite. Interessanter ist, was, sagen wir mal, passiert ist, und das geschieht immer noch, dass immer mehr Wasser in die eigentlichen Räume eindringt, da wo man schläft, oder alles überflutet wird. Bei mir werden immer noch mehr Berge überflutet und so weiter. Und das Wasser steht für Geistigkeit oder die Welt der Gefühle etc. Das heißt, viele Träume, die tanzen, finden im Element des Wassers statt. Und das Wasser, und das kennen wir auch vielen religiösen Kulturen, ist immer heilig besetzt gewesen. Das heißt, es kommt eine Form von Heiligkeit mit rein. Und nachdem ich mich, sagen wir mal, in diesen Wasserebenen bewegt habe, kamen dann, sagen wir mal, auch viele erstens regenerierende Kräfte. Also ich muss zugeben, von da an ging es wirklich ums Eingemachte und, sagen wir mal, auch um heilende Kräfte, die mir dann widerfahren sind, wo dann eben dann, sagen wir mal, durch die Haie etc. oder Krokodile oder Piranhas, auch ganz spannend, vorbeigekommen sind, die dann, sagen wir mal, mir ermöglicht haben, mein Ich noch weiter loszulassen, um noch transzendenter zu werden und für andere Begebenheiten. Und es ist ja so, und das ist das Spannende, was passiert, und da habe ich am meisten gestaunt, wenn man sich auf diesen Weg bewegt, dass man, sagen wir mal, die 4, 5 Elemente kennenlernt. Also Erde, klar, dann kommt das Wasser, dann kommt das Feuerelement plötzlich mit dazu, wo man merkt so, oh, wir brennen, cool, Atombomben, cool, alles cool, etc., wo man merkt so, okay, man kann, das Feuer ist die Illusion des Lichts, sagen wir mal, die Illusion, sagen wir mal, für sich klären, die überall da sind, es wird alles verbrannt, du selbst, und dann kommt das Luftelement. Und das ist immer spannend, umso, sagen wir mal, du mehr loslässt, zulässt und somit immer, sagen wir mal, leichter wirst, kommen auch leichtere Elemente auf den Boden, die dir begegnen. Und das 5. Element ist das Äther, sprich das Licht. Und dieses Licht, wenn man alles, sagen wir mal, nach und nach synchronisiert, kommt immer mehr zum Erscheinen, wo man merkt, so, ah, da kommen so Gottesstrahlen plötzlich rein. Die anderen Elemente sind so, ach, da ist ein Engel, ah, okay, nee, nichts für mich. Ich gehe in die andere Richtung. Das ist mir noch zu weit. Aber man merkt so, okay, diese Elemente kommen plötzlich dann mit dazu. Und man merkt so, wie feinstofflich eigentlich das eigene Traum mich oder das eigentliche Bewusstsein ist, die dann plötzlich für diese Elemente, sagen wir mal, empfindsam ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber das, wo ich jetzt gerade zur Zeit stehe, und in dem Buch, da muss ich jetzt kurz ausholen, ja, damit ich die anderen Leute abholen kann, gibt es ja, sagen wir mal, die Meditationstechnik Pendel im Kopf beschrieben. Und die ist sehr, sehr einfach. Das kann man, sagen wir mal, bei den MNDR-Therapien sehen, nicht wahr? Das heißt, man wechselt das Fokus von links nach rechts. Ich stelle das immer ein bisschen vor und wieder zurück. Man kann sich auf den linken, probieren das einfach mal alle aus, ja? Wir konzentrieren uns auf den linken Nasenflügel und dann wechseln wir die Konzentration auf den rechten Nasenflügel und wieder zurück. Linke Nasenflügel, rechte Nasenflügel. Und dann machen wir das vom Ohr zum Ohr. Also man muss, das ist jetzt keine Visualisierungshilfe, sondern eine Bewegung im Kopf. Und dann kann man von links nach rechts, sagen wir mal, schwingen. Auf meiner Webseite habe ich das viel besser geschrieben, also wenn ihr da Lust habt, dass ich das euch genauer anzuschauen kann, was das. Ich kann auch, sagen wir mal, mit dem Finger, so, sagen wir mal, vor euch so hin und her.
Und ihr merkt, bei der EMDR-Therapie wechselt ihr den Fokus mit den Augen und dann auch im Kopf. Und wenn man nicht jetzt den Finger loslasse, merkt ihr, der Fokus geht weiter von links nach rechts. Also ist schon eigentlich länger bekannt, aber niemand weiß eigentlich tatsächlich, wie die EMDR-Therapie funktioniert. Meiner Meinung nach ist dieser Pendel im Kopf, sagen wir mal, dafür zuständig. Interessanterweise habe ich diese Anleitung für diesen Pendel im Kopf in einem Traum erfahren. Und da ist Albert Einstein erschienen und meinte so, Albert hat mir gezeigt, wie das Ding mehr oder weniger funktioniert. Und ich dachte, na gut, wenn der Herr schon bei mir auftaucht, wird er wahrscheinlich schon recht irgendwie haben. Auf jeden Fall habe ich dieses Meditationswerkzeug bei mir eingesetzt und dann hat es die ganze Zeit und dann bin ich früher oder später mit diesem Pendel eingeschlafen und man merkt, dieses Pendel synchronisiert die linke und die rechte Gehirnhälfte, weil es ein elektrischer Impuls im Kopf ist. Und was jetzt kommt, und das war ich mir gar nicht bewusst, dass dieser Pendel im Kopf, der hin und her schwert, später natürlich auch auf der einen Seite sich verselbstständigt, das heißt, er schwert selber durch den Kopf. Das heißt, er macht das von alleine. Später wird man auch die ganze Zeit so. Später nach vorne und so weiter. Interessanterweise ist, und das ist jetzt, um deine Frage zu beantworten, was ich nicht wusste, dass dieser Pendelkopf, dieser elektrische Impuls, auch durch die Zirbeldrüse saust. Und sie dadurch auch stimuliert wird. Und danach, und deswegen wurde sich dann im Traum, mein Traum immer wieder auf diese Zirbeldrüse, sticht das dritte Augephänomen hingewiesen. Und merkte so, aha, deswegen kommen mehr oder weniger diese mystischen Träume, sagen wir mal, auch zutage, nicht durch diesen schamanischen Tod an sich, ja, das war so der Absprung dafür, aber der Pendel im Kopf hat, sagen wir mal, das noch in die Weite erweitert. Und deswegen kann man zum Beispiel jetzt, wenn man sich im Klartraum, könnt ihr ausprobieren, auf das direkte Auge konzentriert, das wurde, sagen wir mal, auch schon öfters mir mitgeteilt, kann man Sachen, Gegenstände zum Schweben bringen, also Telepathie und also Telekinese und so weiter. Interessanterweise ist eine Mentorin meinte so, oder Mentor meinte, wenn du das Geheimnis einer Figur im Traum erfahren möchtest, musst du sie nur mit dem dritten Auge betrachten. Und ich habe das einmal gemacht, ich habe mich auf mein drittes Auge konzentriert und fragte dann irgendeine Figur, die neben vorbeiging, was hast du gerade gemacht? So. Und die wollte es mir nicht sagen. Die hat dann das gesagt, dass sie irgendwas Kleines gestohlen hat, aber die war so paralysiert und so erschrocken, dass ich an ihr tiefstes Geheimnis gekommen bin, nur mit dem dritten Auge. Ich habe das dann aber sein gelassen, aber ich habe gedacht, okay, im Nachhinein ist die Figur ja ich selbst, nichts anderes, etc. Das heißt, man kann mit dem dritten Auge seine eigenen Geheimnisse hinter den Symbolen erfahren. Und du denkst so, wow, was geht denn hier ab? Und dann kam ein weiteres Phänomen rein. Dann kam eine neue Mentorin, die ist vor einem Jahr bei mir erschienen und meinte so, Bardorf, wenn du das dritte Auge stimulieren möchtest, geht ganz einfach. Und sie meinte so, Pendel im Kopfbewegung haben wir schon ein paar Jahre gemacht, super, alles synchronisiert, gehen wir jetzt einen Schritt weiter, konzentriere dich auf das dritte Auge, auf die Chin und so, als ob du mit dem Seil nach hinten ziehen würdest. Und vorne nach hinten schieben. Konzentration nach vorne und einfach nach hinten schieben. Zwei Sachen passieren. Die Stirn kontraktiert sich ganz leicht und man wackelt mit den Ohren. Ich mache das mal. So, ich wackele jetzt gerade mit den Ohren. Und diese Pendelbewegung, ja, führte zu dieser Zeitmaschine, aber auch zu weiteren übersehnlichen Phänomenen in meinen Träumen. Und seitdem ich das, sagen wir mal, auch im Alltag integriere und wenn ihr, sagen wir mal, euch mit dem dritten Auge ein bisschen beschäftigt habt, ich muss zugeben, ich habe mich ja geweigert, mich damit zu beschäftigen, aber die andere Seite meinte, komm, es wird Zeit. Dann habe ich mich an diese Literatur hineingelesen und dachte mir, ah, okay, der hat dies und jenes gesagt, das andere, dies und so weiter, weil ich lese immer das immer ein bisschen im Nachhinein an, was mir, sagen wir mal, vorgestellt wurde, damit ich das für mich als materiell denkender Mensch irgendwie verstehen kann. Und nachdem mir, sagen wir mal, diese Zugbewegung gezeigt wurde, ist mir ganz klar geworden, aha, was bedeutet das eigentlich? Und das, ich glaube, der Warnecke, ich habe jetzt seinen Namen, hat das Buch Das dritte Auge beschrieben und er meinte, wenn man, sagen wir mal, die Ohren so ein bisschen wackelt, also wenn ich das mache, gibt es eine kleine Mini-Vibration. Diese Mini-Vibration, die, und das schreibt er so ein bisschen ausführlicher, die Zirbeldrüse, sagen wir mal, stimuliert. Ja? Also einfach nur das Ohrenwachsen, dieses Hin- und Herschieben. Und das Interessante ist, wenn ihr das paar Mal ein, zwei Minuten macht, merkt ihr, dass hier, sagen wir mal, sich anfängt, etwas zu drehen. Ich dachte, oh, ich kenne dieses Phänomen nicht, oh, Stirnchakra, ich muss mich auch nochmal damit beschäftigen.
auch damit beschäftigt. Also ich musste alle, also sagen wir mal so, ich bin zur Spiritualität geprügelt worden. So. Also ich kann da jetzt nicht mehr raus. Okay, das heißt, das Ding dreht sich, merke ich bei mir, wenn ich, sagen wir mal, ein bisschen meditiere oder in mir, sagen wir mal, Ruhe. Und jetzt passiert etwas Phänomenales. Ich hoffe, ich kann deine Frage immer noch beantworten, Ingelore. Also ich wackele jetzt nicht mehr nach links und rechts, sondern nach vorne und hinten. Und nachdem ich, sagen wir mal, das oben noch mal stärker investiert, intensiviert habe, passiert etwas, dass ich, sagen wir mal, aus der Meditation so ein leichtes Schütteln bekomme. Und nach vorne und so geht das ungefähr, nicht wahr? Also, und dann geht das ziemlich schnell. Das ist erstens entspannend, aber dieses Schütteln, das ist das Spannende, was dann passiert. Merke ich, ich werde entspannter und dann fängt es sich weiter an zu drehen. Und dann habe ich das, sagen wir mal, weiter intensiviert. Und dann merke ich, aus diesem schnellen Schütteln wird es immer leichter. Immer dieses kleine Vibrieren. Und ich merke das gar nicht, aber ich vibriere gerade mit dem Kopf. Könnt ihr das sehen? So leicht ist es schon, nicht wahr? Und mit dieser Vibration, das heißt, diese Pendelbewegung, die erstmal links, rechts anfängt, dann vorne und hinten, nicht wahr? Die, sagen wir mal, in einen Trance-Zustand die alten Schamanen versetzt hat, bringt das jetzt dazu, wenn, man kann, sagen wir mal, das dritte Auge damit intervieren, wenn man so klopft, aber es ist umständlich, es reicht, wenn man nur schüttelt den Kopf, und dann passiert das Gleiche. Ich schlafe jetzt mit dieser Vibration ein. Das heißt, ich gehe mit einem Vibrationszustand in den Schlaf über. Ich habe es zweimal geschafft und mein Tor meint, juhu, du hast wieder die nächste Ebene gepackt. Ist nicht so einfach, aber man merkt, in welche Richtung sich, sagen wir mal, die ganze Sache entwickelt. Was mich da jetzt erwartet, weiß ich noch nicht. Aber die Astralreisenden kennen so. Ich kenne, sagen wir mal, auch diese Vibrationszustände aus den ersten Etappen der transzendenten Reise. Bringen so mich dazu, dass ich, sagen wir mal, willentlich. Und das ist interessant, man kann tatsächlich mit einer leichten Vibration, das ist so, wie man, also man Schüttelfrost hätte, nicht mehr, kann man einschlafen. Und dann geht es, sagen wir mal, noch weiter in die Tiefe. Also das ist da, wo ich gerade stehe, deswegen musste ich gerade so ein bisschen ausholen und wo ich gerade jetzt bei mir selber weiter experimentiere. Und zurzeit geht es, sagen wir mal, mit dieser kleinen Vibration, die ihr vielleicht jetzt nicht seht. Manchmal ist sie auch nach vorne so ein bisschen. Ja. Man merkt, der Körper fängt mit an zu vibrieren. Und schlussendlich wird das, sagen wir mal, zu einer Körpergeistheilung führen. Also das ist die Konsequenz, die mir gerade mein Rücken sagte. Und ich bin zuversichtlich, dass es nicht nur im Schlaf funktionieren kann, sondern auch im Leben. Habe ich mir oder deine Frage? Ja, du hast geantwortet. Sehr gut. Weil du gesagt, jetzt kommt es nämlich, nicht nur im Schlaf, sondern auch im Leben. Da zitiere ich wieder einen Traum von dir, 11. Mai 2011, ja, weil das ist nämlich sowas, wo mich interessiert, was du erlebst, du bist hier eingekörpert als Bartosz Werner, du machst was, ja, ne? Also du bist berufstätig, du hast diese Erlebnisse, aber das ist meiner Meinung nach wichtig, dass es zu irgendeinem Zweck dient. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Also nicht nur Selbstzweck, dass man das alles erlebt, sondern da soll irgendwas damit, wie soll ich sagen, gemacht werden. Ja, also du sollst irgendwas damit machen. Deswegen hast du das ja. Ne? Und da sagst du eben zum Beispiel im Traum wird mir eine Vision, fast eine Prophezeiung visualisiert. Jemand kommt, um uns alle im Traum zu retten. Eine andere Frau bekommt einen Brief, in dem eine ähnliche Prophezeiung steht. Alles ist zu fantastisch für mich. Ich glaube nicht an Engel und Prophezeiung. Der Traum blendet sich aus. Weil das ist ja sozusagen praktisch der Traum, der in diese Richtung geht. Ich sage jetzt nicht, du sollst es im Traum retten. Verstehst du? Meine ich nicht, ja. Ne? Dass du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlst. Sondern es geht mir darum, dass dieses Traumerleben, was man da hat, zu irgendwas Nutze ist, ja. Und was ist, hast du da schon, also das ist für mich wichtig, der Bezug zum Wachbewusstsein. Also überhaupt letzten Endes dann dorthin zu kommen, dieses Traumerleben und die Wachwelt als eine große Einheit überhaupt zu betrachten, ja,
und dann dorthin zu kommen, zu sagen, ja, was mache ich da draus? Ja, verstehst du, was ich meine? Dass ja. sozusagen das eine große, eine Einheitsperformance ist. Ne? Genau, da würde mich interessieren, was du dazu denkst. Also als ich das Buch geschrieben habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, das sagen wir mal auch zu verfassen, war mein Wunsch, sagen wir mal, Menschen zu helfen, die Traumas erlebt haben oder posttraumatische Belastungsstörung oder sowas leiden oder im Gefängnis sind, die das heißt, Leute, die Schuld auf sich aufgenommen haben, die, sagen wir mal, diese Kräfte in sich klären können, um, sagen wir mal, in der Gesellschaft sich selber nochmal zu integrieren, um, sagen wir mal, zu leben und gemeinsam zu leben. Also das ist, sagen wir mal, der Hintergrund dieses Buches. Sagen wir mal, wenn man weniger Zwänge hat, umso offener ist man, sagen wir mal, für andere Menschen, für sich und so weiter. Also das ist, sagen wir mal, der Hintergrund, warum ich mich damit für mich selber beschäftigt habe. Das hat mir jedenfalls geholfen und was ich weitergebe. Was aber dann natürlich durch die anderen Phänomene, die ich gerade kurz erzählt habe, noch entstanden ist, nicht wahr, ist, dass, sagen wir mal, es mystische Talente in uns anderen verankert sind. Und ich kann mir vorstellen, ich werde diese und jenes Talent vielleicht in mir offenbaren und vielleicht ausleben können. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von euch individuell ein mystisches Talent für sich hat, das er, sagen wir mal, pflegen, hegen kann und in die Welt tragen kann. Ja? Das heißt, jeder von uns hat eine besondere Gabe. Aber man muss sie, sagen wir mal, erstmal hinabsteigen, sie finden, in Liebe, sagen wir mal, und Gott vertrauen oder im Vertrauen selbst, nicht wahr, hoch, also wieder an die Oberfläche tragen, also diesen Schatz, der in uns ist, und dann, sagen wir mal, in die Welt verbringen. Welche Gaben das sind, das ist für jeden unterschiedlich, das weiß ich nicht. Meine Gabe ist es zurzeit, das Wissen, was ich, sagen wir mal, durch den schamanischen Tod mitgegeben habe, einfach nur in die Welt zu teilen. Es gibt keine Angst im Traum und das Geist, Strich, das Traum ich, ist unsterblich. Das ist alles, was ich zurzeit mache. Und einfach mit diesem Wissen, die Leute, sagen wir mal, ihren eigenen Weg gehen zu lassen, dich selbst zu entdecken und zu schauen, ach so, Mist, dafür habe ich schon als kleines Kind mich immer interessiert. Ich folge dieser Berufung und schau mal, was ich damit machen kann, egal in welchem Alter man ist. Und ich glaube, das Buch ist tatsächlich auch altersunbegrenzt. Und jeder kann für sich, sagen wir mal, das für sich ein Stück weit fahren. Jetzt kommt bei mir dieses dritte Auge zustande. Ich weiß jetzt nicht, wohin diese Sache kommt. Ich lasse mich dann immer, sagen wir mal, entspannt auf diese Reise ein und schaue mal, was das, sagen wir mal, für die Welt bringen wird. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht, es gibt so einen schönen Spruch von Schopenhauer, nicht wahr? Er meinte so, ja, meine Philosophie hat mir nicht viel gebracht, aber sie hat mir viel erspart. Ja, also so in diesem Rahmen funktioniert das für mich auch ganz gut, weil es, sagen wir mal, sehr, sehr schwer ist, sagen wir mal, diese Form von geistiger Welt oder spirituellen Welt, nicht mal, ins Materielle, also ihr wisst, was ich meine, also das ist immer irgendwie noch getrennt, aber das ist eine Möglichkeit in sich, diese Welten tatsächlich beide gleichzeitig zu spüren und zu merken, und hier kann man, sagen wir mal, einen Neustart hinlegen. Wenn man das möchte. Okay, dann lassen wir mal den Thorsten zu Wort kommen. Der hat sich nämlich gemeldet. Ja, die Ausführungen von dir über das dritte Auge, die fand ich sehr interessant. Ich habe allerdings ein kleines Problem mit der Verortung, die du angegeben hast. Das dritte Auge wird ja normalerweise empfunden von Leuten, die das benutzen wollen, dass das hier oben etwas oberhalb der Augenbrauenlinie, aber im unteren Bereich der Stirn liegt. Und zwar auch dicht hinter dem Schädel. Und die Zirbeldrüse, die liegt anatomisch eher hinter den Ohren, sodass die sehr weit davon entfernt ist. Und die Entsprechungen, die sind natürlich sowieso etwas problematisch. Die will ich aber gar nicht jetzt hier irgendwie in Frage stellen. Die Entsprechungen von spirituellen Dingen zu körperlichen Dingen. Das dritte Auge ist ja nicht eine anatomische Struktur, sondern eine spirituelle Struktur. Und während die Zirbeldrüse eine anatomische Struktur ist. Aber die sind so weit auseinander, dass mir das nicht plausibel vorkommt.
Und ich kenne aus der spirituellen Literatur die Verortung oder die Beziehung des dritten Auges auf die Hypophyse. Und die liegt ja tatsächlich in der Nähe von der Sehnervenkreuzung, viel weiter vorne als die Epiphyse oder Zirbeldrüse, so dass mir das wahrscheinlicher erscheint. Und mein Vorschlag wäre einfach, das nochmal zu überprüfen, ob das, wie das tatsächlich ist. Wissen tut es ja keiner. Man kann es nur in der spirituellen Literatur nachlesen. Und wenn man in der mehr körperlichen oder medizinischen Literatur liest, dann gibt es keine spirituellen Sachen, sondern da gibt es dann halt nur die anatomischen und physiologischen und biochemischen Angelegenheiten. Insofern wird man da nicht fündig werden. Aber diese Diskrepanz zwischen Zirbeldrüse und Hypophyse und die Zuordnung zum dritten Auge, die finde ich, da sollte man trotzdem mal nachgehen, auf welche Seite man sich da schlagen sollte. Also ich bin der Meinung, ich würde es eher der Hypophyse zuordnen, weil die weiter vorne liegt, da wo ich mein drittes Auge auch wahrnehme, wenn ich mich damit beschäftige. Das war mein Beitrag. Danke. Wunderbarer Beitrag. Ich bin ein Laie auf diesem Gebiet. Wie schon gesagt, ich bin, sagen wir mal, durch Erfahrung für mich dorthin gekommen. Und das kann man natürlich so oder so nennen. Ich merke aber jetzt, während ich mit euch rede, ich merke hier so eine kleine Rotation dennoch, wo ich merke so, okay, da ist etwas Spirituelles, oder ich merke so, okay, da dringt etwas durch mich durch. Und diese Form von diesem Pendel, den ich erzählt habe, und diesem Impuls, dieser elektrische Impuls, der durchführt, merke ich, dass, sagen wir mal, Auswirkungen zutage kommen in meinen Träumen. Und das ist eigentlich nur der Hinweis dazu. Ich muss zugeben, ich bin kein Wissenschaftler, kein Mediziner und auch kein Spiritueller und so weiter. Und habe ich eigentlich nur durch angelesenes Wissen ein bisschen mir angesammelt. Und das muss, sagen wir mal, für sich tatsächlich die Wissenschaft wirklich nochmal rausfinden. Was bedeutet das, wenn das Traum mich tatsächlich stirbt, und warum passieren diese Phänomene? Interessanterweise ist, was noch stärker passiert, und damit war ich am meisten überrascht, dass plötzlich religiöse Phänomene reinkommen. Ich bin nicht religiös, ich habe damit nichts am Hut. Wenn man sich aber auf den Tod im Traum begibt auf diesem Weg, kommen plötzlich bei mir Jesus-Symbole rein. Ich hatte mit dem Typen nie was am Hut. Warum ist er plötzlich da? Was sucht er in meinen Träumen? Und wieso zeigt er mir den richtigen Weg für mich in meinen Träumen? Warum ist er bei mir ein Mentor geworden? Nichts mit dem Herrn zu tun gehabt und so weiter, aber merkt, was da passiert ist. Und warum kommen diese religiösen Phänomene rein? Jetzt gar nicht nur aus dem katholischen Glauben, sondern buddhistischen, muslimischen oder was auch immer, nicht wahr? Wieso ist das? Ich kann das jetzt, sagen wir mal, meine subjektive Sicht, sagen wir mal, erzählen. Ich merke, dass passiert dann automatisch mit. Das heißt, das Traum-Ich ist nicht nur spirituell angehaucht, sondern auch im Kern religiös angehaucht. Egal wie, und ich bin ein Atheist immer gewesen, bin ich eigentlich immer noch, aber ich merke, dieses Traum-Ich hat diesen Kern. Was bedeutet das für mich? Lasse ich mich dem führen? Gehe ich dem oder tue ich es nicht? Und warum ist dieser Kern da? Deswegen muss das, sagen wir mal, durch Wissenschaftsstrich irgendwelchen Fragenbögen nochmal angeschaut werden, warum das geschieht und warum das tatsächlich bei mir oder vielleicht auch bei anderen funktioniert oder nicht. Deswegen bin ich da total d'accord bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Also nochmal gerne, dass ich reinlese, wie das tatsächlich funktioniert. Ich will da jetzt nur meine eigenen Erfahrungen. Okay, im Moment hat sich keiner gemeldet. Dann gehe ich nochmal auf meine schlaue Liste. Du hast noch so ein paar Werkzeuge. Du hast ja einmal jetzt das Pendel im Kopf, hast du schon erwähnt. Du hast noch ein anderes Werkzeug, das Augenzwinkern. Kannst du das mal kurz erklären? Ach so. Wie schon gesagt, ich war jung und naiv und habe mir einfach das Einfachste vorgenommen, was, sagen wir mal, am wenigsten Energie kostet. Ich bin auch so der Typ, wenn man eine gute Idee hat, sollte die auf einem Bierdeckel formuliert werden können. Deswegen versuche ich das so klein zu halten. Man hat gemerkt, damit man, sagen wir mal, in die Tiefe der Träume absteigen kann, nicht wahr? Es ist wichtig, die anderen Nebenfiguren oder Figuren, die im Traum auftauchen, nicht bewerten kann. Das heißt, egal, ob das ein Mann, eine Frau, ein schönes Auto, schönes Haus ist oder ein Drache und so weiter. Denn die Bewertung gibt diesem Symbol die Energie und man hat entweder vor Angst oder man will es unbedingt haben. Und es ging eigentlich darum, beides loszulassen, beides zu entspannen, beide Formen von Dualitäten loszulassen. Und da habe ich mir, sagen wir mal, im Alltag einfach antrainiert,
im Traum, sagen wir mal, zu zwinkern. Das heißt, Sachen einfach wegzuzwinkern. Das heißt, wenn ich jemanden bewerte, der über die Straße geht, ich war, nein, den Gedanken blende ich aus. Wenn ich diese Wertung habe, blende ich auch aus. Zwinkern, wegzwinkern, wegzwinkern. Es ist ja so, sagen wir mal, dass in der Meditation eigentlich eher darum geht, die Gedanken vorbeikommen zu gehen und sich nur zu beobachten. Da ist, sagen wir mal, der Profi, der das kann. Ich kann das mehr oder weniger, habe es langsam für mich kapiert. Damals konnte ich es noch nicht und dachte mir so, wir drücken den Gedanken weg. Ist auch nicht die schönste Sache und so weiter, aber sie ist praktisch für diese Klartraumarbeit, weil man dann die Wertung nicht zulässt. Kann man entspannter der Figur begegnen und sie knuddeln oder umarmen. Was noch passiert ist, wenn man, sagen wir mal, diese Sache auch unterdrückt oder wegdrückt, egal welche Wertung ist, drückt man ja auch etwas weg. Und dieses vom Wegdrücken, also etwas von sich weghalten, und das sagt ja Freud, kommt ja eh immer wieder zurück. Und tatsächlich kommt das wieder in den Träumen wieder vor. Das heißt, dieses Zwinkern, das kann man sich, sagen wir mal, wenn man Klarträume besser erlernen möchte oder schneller wieder da einsteigen möchte, an das Zwinkern koppeln. Jedes Mal, wenn man zwinkert, denkt man, oh, schön, ich habe gerade weggezwinkert, ich bin vielleicht in einem Klartraum oder ich bin nicht in einem Klartraum und kann das für diese Weise für mich nochmal nutzen. Und so ist die Zwinkermethode mit dazugekommen, damit ich die Wertung in meinem Alltag, sagen wir mal, auf die Wertung meiner im Alltag nicht reinfalle. Ist nicht jedermanns Sache, jeder wird seine eigenen Techniken finden, wie man mit Wertungen im Alltag umgeht, damit, sagen wir mal, die Symbole im Traum auch entspannter werden, weil das Problem ist, wenn man, ja. Okay, gut, dann hatte sich der Ralf gemeldet. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage Arten von Träumen. Hast du mal Träume gehabt, die hellseherisch waren, wo du einfach gesagt hast, du hast was geträumt und das ist dann auch in irgendeiner gewissen Art und Weise auch eingetreten, oder zum Beispiel auch mal Träume gehabt, wo du versucht hast zu interagieren und du hast dann am nächsten Tag oder ein paar Tagen auf einmal gemerkt, da ist eine Reaktion aufgetreten in deinem Umfeld, in deinem, bei Menschen, mit denen du zu tun hast? Also das jetzt indirekt nicht, aber mir wurde zum Beispiel, als ich meinen dritten Film vorbereitet habe, wurde mir 2 Monate vorher schon angedeutet, so, wir machen das für dich, damit du diesen Film machen kannst. Also man merkt, es gibt eine größere Ebene, dann sagen wir mal, etwas für einen auch klären kann. Was aber zum Beispiel auch vorgekommen ist, als ich damals nach meiner Studienzeit Single war, wurde mir, sagen wir mal, im Traum gesagt, so Bartosz, also Zeit, dass du für dich deine Partnerin findest, die zu dir passt und so weiter. Und ich dachte so, okay, wie wollt ihr das anstellen und so weiter. Bin ich einen Monat später in der Disco und dann sehe ich wirklich auf dem Tanzfläche irgendwie 40 Meter von mir entfernt. Also eigentlich kann ich die gar nicht sehen und so weiter. Und da war es vorab voll und so weiter. Und da sehe ich eine Dame tanzen und da höre ich plötzlich eine Stimme im Hinterkopf. Und ich habe das seitdem und vorher auch noch nie vernommen. Und die sagt so, mein Mädchen. Wie aus dem Film Forrest Gump, Filmmacher, Lieblingsfilm und so weiter, mein Mädchen. Und dann sehe ich die so, das ist so mein Mädchen. Die war von hinten, habe ich sie nur gesehen. Ich bin direkt auf sie zugegangen, habe sie zum Bier eingeladen und so weiter, etc. Und ich bin eigentlich da eher zurückhaltend und so weiter in solchen Sachen. Aber da war ich tatsächlich, ja. Wir sind verheiratet, etc. Das war ja dann also, eigentlich ein hellseherischer Traum dann, ja, das kann man so sagen, ja. Also für mich auch, und das ist, sagen wir mal so, weil man im Traum, und das ist das Spannende, immer, sagen wir mal, alle möglichen Sachen knuddelt, also annimmt, loslässt, zulässt, nicht wahr? Also sich, sagen wir mal, schrittweise der Liebe hingibt, weil man sich, sagen wir mal, in die Harmoniegefühl bewegt. Man läuft nicht vor dem Dinosaurier mehr weg, sondern man läuft auf ihn zu und knuddelt ihn. Ja, egal, was mit einem passiert. Das heißt, man lässt es zu und somit diese Form von Liebe kommt, dann sagen wir mal, nicht nur in den Träumen, immer mehr wird sie ausgebreitet, sondern wird, sagen wir mal, auch im Leben eine Resonanz bekommen. Und so ist es, sagen wir mal, auch bei mir passiert. So würde ich das jetzt, sagen wir mal, im Großen für mich klären, aber so im Kleinen halte ich das jetzt weniger, aber jetzt, sagen wir mal, so für die wichtigen Entscheidungen für mein Leben hatte ich die schon. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil wir ja letztens Jürgen Ziewe da hatten und der hat erzählt, dass er eigentlich ja über
Träume zu seinen Astralreisen gekommen ist, als er angefangen hatte, zu interagieren im Traum. Ja, und das hört sich bei dir ja sehr ähnlich an. Das ist eigentlich, dass man das wahrgenommen und hast angefangen, dann zu interagieren. Fand ich jetzt sehr interessant, einfach diese Parallelität nochmal zu sehen. Danke. Okay, dann Ingeborg. Da hat der Jonas im Chat gesagt, er würde gern was fragen. Jonas. Genau. Ja, ich habe diesen Aufzeigebutton nicht gefunden, weil ich das Handy drin. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen und zwar finde ich das total spannend, weil ich habe auch ähnliche Sachen erlebt wie du, auch wo man sich halt der Angst stellt und wo man im Traum stirbt. Meine Frage an dich, also ich habe mehrere, die erste ist, was passiert, nachdem du dann wirklich gestorben bist? Also ich hatte so Situation, dass mir jemand eine Pistole an den Kopf setzt und ich dann sage, ja, dann drück doch ab. Und dass man dann wirklich diesen Schuss noch hört und dass man dann wirklich, dass es dann schwarz ist. Und in der Regel wacht man dann auf, aber wachst du dann auch immer auf oder bist du dann in einer anderen Welt, wo du quasi in so einer schwarzen Leere, wo du Dinge erlebst, wo du redest oder so Stimmen hörst oder wie ist das für dich, dieser Moment danach, nachdem du tatsächlich bist? Tatsächlich hatte ich auch diesen Traum gehabt. Bruce Willis hat mir in den Kopf geschossen und ich mache, ja, mach mal. Und davon mache ich immer die Augen zu und wenn ich die dann, sagen wir mal, aufmache, da vergeht ein bisschen Zeit, lande ich auf einer realistischeren Ebene. Und die, sagen wir mal, noch realistischer, als die Klarträume an sich schon sind. Die, sagen wir mal, noch malerischer. Und von dort ab geht's, sagen wir mal, in die nächste Stufe. Also so, da geht's. Tatsächlich wacht man am Anfang ein bisschen auf, weil man, sagen wir mal, das noch nicht zulässig fallen zu lassen, weil die Logik das verbietet, etc. Weil man denkt, oh, tot, dick, keine Ahnung. Aber wenn man, sagen wir mal, das zulässt, in die Stille da, in diesem Moment reinkommt, geht's dann die Treppestufe weiter. Und dann wirken diese nächsten Ebenen realistischer. Deswegen habe ich diese Ebenen für mich transzendente Träume genannt. Das sind eigentlich fortgeschrittene Klarträume, könnte man auch so sagen, ja, weil es auch aus der subjektiven Sicht erzählt wird und so weiter. Aber man merkt das Gefühl, die Temperatur kann man spüren, etc. und so weiter. Also es ist ein bisschen klarer, besonders im Wasserelement ist das sehr klar zu spüren. Und deswegen habe ich da diesen Aspekt des Transzendenz reinbekommen und einfach dem Hinweis, weil man, sagen wir mal, gestorben ist, erstens ist man unsterblich, wacht man auf der anderen Ebene auf und man merkt so, wenn man dort aufwacht, ist man eben so ein kleines Kind. Also man merkt, alles ist anderes größer um dich herum. Ja? Ohne dass man sich dessen bewusst wird. Die Mentoren sind auch immer ein bisschen alles größer und so weiter, etc. Oder die Mentoren. Hast du das Gefühl, dass so eine Art Regisseur auch für die Träume gibt, der quasi das nächtliche Programm zusammenstellt für dich oder sowas in der Art? Ja, also entweder ist es das Unbewusste oder der Heilige Geist oder wie auch immer, der dir die, sagen wir mal, Möglichkeit ergibt, in diesen Simulationen, in den Träumen, dich selbst weiter zu erfahren, also über deine eigenen Grenzen zu gehen. Denn die Möglichkeit, und das ist ja das Faszinierende, was, sagen wir mal, den Klartraum ausmacht, deswegen bin ich da in diesen Gruppen gerne vertreten und wo ich merke so, okay, da gibt es Talente, die, sagen wir mal, das noch für sich erforschen können, da in die Tiefe zu gehen, weil man, sagen wir mal, an Grenzüberschreitung arbeiten kann. Das bedeutet, du kannst mit allen deinen Ängsten sich erstens konfrontieren, aber auch zum Beispiel mit Ekel, nicht wahr? Wenn man Angst vor Ekel hat, wie funktioniert das? Oder vor irgendwelche anderen Sachen, die man, sagen wir mal, im Leben direkt Schaden bekommen würde. Man kann das ausprobieren und merken, man kann daran wachsen und merken, das tut mir nicht weh. Und man kann sich, sagen wir mal, von einer weiteren Illusion der Ängste oder der Wünsche oder so weiterhin befreien. Deswegen ist es eigentlich ein wunderbares Tutorium, das den Menschen gegeben worden ist, an sich, ja, Grenzerfahrung zu machen in jeglicher Hinsicht. Hast du auch noch andere, also dass du da jetzt in den Träumen die Angst überwindest, das ist ja eine schöne Funktion sozusagen, wo es auch hilft in dem Wachbewusstsein. Hast du noch andere Dinge, so Lebensweisheiten oder ja, Erkenntnisse durch den Traum gewonnen, die so, das jetzt, Interessante, ja. Das Interessante ist, dass die Angst überwindest, ist halb, das ist das ist kein Problem, nicht wahr? Das Problem ist, sich von seinen Wünschen loszulassen. Das, was man begehrt, was man wünscht, was man erhofft zu haben, das loszulassen, das ist nicht einfach. Das ist eigentlich der schwierige Weg als der Tod, das ist der Kram. Aber Sachen loszulassen, an denen man hängt, an seinen Haltungen, Meinungen oder was man für gut oder für richtig hält, etc., das entspannt loszulassen, das ist, sagen wir mal, das
Die größere Hürde habe ich für mich festgestellt. Das Interessante ist, sagen wir mal, der Wunsch und die Angst, das bedient sich ja. Wenn man die Angst nicht hätte, würde ja auch den Wunsch nicht geben. Das heißt, man muss beides, sagen wir mal, entspannen, um in diesen Gleichgewicht reinzukommen. Und das ist eigentlich so ein Punkt, der, sagen wir mal, in die innere Ruhe, jedenfalls in den Träumen einen, sagen wir mal, fallen lassen kann. Das heißt, auf der einen Seite, man kann alle Formen von Wünschen, Zwängen, sagen wir mal, abbauen. Das auf der einen Seite. Und was noch dazu kommt, ist, und das ist etwas, was für mich sehr spannend war, der Auftritt des Doppelgängers. Und damit war ich auch ein bisschen überrascht. Das heißt, das Phänomen des Doppelgängers, Bilakolation und so weiter, das ist schon ein bisschen da. Und der Doppelgänger wird auch in der esoterischen Literatur, also der Schwellenmann, sagen wir mal, betrachtet und ist bei mir aufgetaucht. Das Interessante ist, wie, sagen wir mal, mein Doppelgänger, also mein Ich, mein Zwilling, aufgetaucht ist. Wozu ist das gut? Und wenn ein Typ vor dir steht, der genauso aussieht wie du, die gleichen Charakterzüge hast, genauso spricht wie du, wer bist du selbst? Ja? Also das heißt, man kommt in so einen bestimmten Zwiespalt. Interessanter ist, der Doppelgänger wird dein eigener Mentor. Aber wie das zu diesem Doppelgänger gekommen ist, und mit dem kannst du, sagen wir mal, weitere Reisen erfüllen, weil du, sagen wir mal, noch stärker auch in deine Vergangenheit gehen kannst, der bringt dich in deine Vergangenheit und so weiter. Wie er entstanden ist, nämlich indem sich, sagen wir mal, Mann und Frau, das heißt die beiden Geschlechter, aufgelöst haben und zu ihm, sagen wir mal, gebildet haben. Das heißt, irgendwann mal habe ich aufgehört, sowohl das männliche als auch das weibliche Geschlecht nicht mehr zu bewerten, in jeglicher Hinsicht. Egal, ob Mann, Frau, wie es aussieht, wer es tut, wie auch immer. Und als ich das zugelassen habe, diese Wertung, und losgelassen habe, haben sich beide Gestalten ineinander vermischt und sind zu meinem Doppelgänger entstanden. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass, sagen wir mal, Bewertungen jegliches Geschlecht nicht vorzunehmen sind. Egal, ob bi oder nee, was auch immer, völlig wurscht. Ansonsten kann der Doppelgänger nicht entstehen. Also das ist einfach ein Hinweis für mich, für die fortgeschrittenen Klarträumer etc., die Wertung loszulassen. Ansonsten könnt ihr eurem eigenen Zwilling nicht begegnen, der euch, sagen wir mal, in weitere Sphären eures Ichs führt. Würdest du sagen, du bist jetzt angstfrei und du hast vor nichts mehr Angst? Nee, dafür ist das Ich viel zu stark und man ist zu Material verwachsen. Ich habe fast vor nichts Angst im Klartraum oder in den transzendenten Träumen, weil ich weiß, das tut mir gut. Aber wenn es zum Beispiel tatsächlich überraschend kommt, hatte ich vor kurzem auch, der weiße Hai ist wieder aufgetaucht. Das heißt, man liegt im Bett, man fällt direkt ins Wasser und der Hai kommt plötzlich auf. Und dieser Freck, weil es plötzlich da, weil es doch zu schnell ging. Meistens ist man, sagen wir mal, vorbereitet. In diesen Träumen, egal welchen Traum ihr haben werdet, ja, wird euch nie was zugemutet, wofür ihr nicht bereit seid. Also es geht immer stufenweise. Ihr werdet nie mit einer größeren Angst konfrontiert, die ihr nicht bewältigen könnt. Das geht nicht. Das Ich will es auch nicht zulassen. Und die andere Seite, das Unbewusste oder wer auch immer das diese Träume produziert, wird es euch auch nicht zumuten, weil ihr sonst vielleicht euren Willen verliert und das geht nicht. Das Ich ist sehr, sehr wichtig. Wichtig ist, dass das Ich aber aus der Sicht des Unbewussten oder des Geistes, nicht wahr, Richtung Liebe, also Hand in Hand mit Liebe geht. Das ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Ja? Also im Vertrauen und Liebe kann das Ich durch die Welt gehen und dann wird alles gut. Solange sich, sagen wir mal, das Ich von der Liebe und der Wahrheit abspaltet, wird es schwierig in der Welt. Und deswegen ist, sagen wir mal, von der Seite mehr oder weniger die ganzen Sachen so aufgeräumt, dass das Hand in Hand geht und der Rest wird klarer. Und deswegen, und das ist das Spannende, wenn der Doppelgänger dann entscheidet, nicht wahr, kannst du dich selbst lieben. Okay, danke. Ja, danke, gerne. So, dann jetzt nochmal Ingeborg. Ja, das ist alles sehr interessant. Ne? Ich habe nochmal eine andere Frage, weil du sagst, du stirbst und dann bist auf einer anderen Ebene. Hast du schon das Phänomen des Traums im Traum gehabt? Ja, also wo man, sagen wir mal, 5 oder 6 Mal, sagen wir mal, hatte ich schon, wo man tiefer fällt und dann wacht man immer wach auf. Also diese verschachtelten Träume, die gab es auch. Und man merkt einfach noch, wie viele Ebenen noch drunter sind, die man, sagen wir mal, runterklettern kann. Und jede Ebene drunter ist, sagen wir mal, noch realistischer als vorher. Und umso realistischer das wird und umso schneller kommen, sagen wir mal, die eigenen Urängste wieder hoch. Aber man merkt,
Wenn der Traum realistischer wird als die Realität und dann früher oder später, sagen wir mal, nach außen projiziert werden kann, merkt man, wie sich diese beiden eben verschachtelt, also verzahnt werden. Also das heißt, kann ich zum Beispiel auch vor einem Monat oder vor 3 Wochen wieder das dritte Auge, was wollen die wieder damit? Gut, ich konzentriere mich beim Schlafen, Einschlafen auf das dritte Auge, bin in einem dunklen Raum, so, und ich merke, mir wird so ein blauer Punkt plötzlich ersichtlich. Es wird immer größer und größer, der dunkle Raum wird bläulich durchstrahlt. Und dann mache ich die Augen auf und ich wusste gar nicht, dass ich gar nicht schlafe. Ich bin hellwach und sehe vor mir meinen Doppelgänger. Und das sieht, also eine Halluzination oder wie auch immer, aber er steht vor mir. Und als er sieht, dass er mich bemerkt, geht er wieder langsam so aus dem Raum raus. Interessanterweise, er sah noch wie ein Zombie aus. Also das heißt, er war noch ein bisschen, also sehr schmutzig und konnte sich kaum bewegen und lief auch wie ein Zombie. Hat mir aber gar keine Angst gemacht, weil ich in totalen Stille war. Und da merkt man einfach so, wie sich diese Form von Halluzination und Realbewusstsein, sagen wir mal, vermischt und ineinander interagiert. Aber ich weiß aus meinen Klarträumen, der Doppelgänger, das ist ein Mentor von mir, der ist auf meiner Seite. Das heißt, es gab gar keinen Grund, vor dem Typen Angst zu haben. Und schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Also das sind, sagen wir mal, so Phänomene, die sich, sagen wir mal, jetzt in meinem Leben, sagen wir mal, eintakten. Und auch in vielen Träumen davor wurden so alles Mögliche vor Halluzinationen immer wieder die Angst genommen und so weiter, etc. Das wurde immer entspannt. Aber wie schon gesagt, sagen wir mal, solange man den Weg mit Liebe und Wahrheit geht, kommt man dann plötzlich auch auf diese Ebenen, die dann, sagen wir mal, sich vermischen. Ich hoffe, ich schrecke jetzt nicht die Leute ab. Hoffentlich höre ich jetzt nicht zu weit aus. Nein, nein, die Verlassen. haben offenbar Probleme mit der Leitung gehabt. Die sind irgendwie Ach ab. so. Ja. Und da haben mehrere Probleme offenbar mit der Leitung gehabt. Ne? Ich habe jetzt auch noch eine andere Frage. Geht bei mir immer drum, auch um Anwendbarkeit. Und wir sind ja keine Solitäre, sondern wir sind ja Teil von einem großen Ganzen. Und wenn du sagst, du triffst da Leute, weil der Jesus ist für dich zuständig, oder den hast du, den triffst du häufiger, oder andere Kam ein paar Bekannte. Mal vor und so weiter, aber Ja, ist ja. ja egal. Nein, aber es kann auch Genau. meinetwegen ein anderer sein, also meinetwegen du hast den Einstein erwähnt, oder andere. Mappet Wie bitte? oder WordPad oder die Ja. Curie oder so. Also es gibt Genau, viele, genau, genau. Also es tauchen Leute weibliche auf. Mentoren sind auch dabei. Also die sind sehr, sehr wichtig, ja. Genau, die tauchen auf. Und also meine Beobachtung ist ja die, es gibt diese ganzen persönlichen Bereiche, wo es um die spirituelle Weiterentwicklung geht, also um einen persönlich, ja, also wo du sagst, persönliche, also Individuation auch, aber es gibt natürlich auch den Bereich, wo wir uns in einem größeren Umfeld aufhalten, das tun wir ja sowieso. Und da hat ja der Teilhard de Chardin diesen Begriff Noosphäre geprägt, ja? Und hast du ihn schon mal gehört? Nee, noch, nein, leider noch nicht. Also Noosphäre, man könnte es vielleicht auch sagen, es gibt, also die Erde umgibt ein mentales Feld, ja, ne? Also die Sphäre der Gedanken, ja, des geistigen Raumes, aber hinsichtlich der gedanklichen Konstrukte. Ja, also nicht, verstehst du, nicht Emotionen, sondern Gedanken. Also zum Beispiel Gedanken, schön wäre es, oder nein, nein, anders. Ich wäre gerne in einem großen Fußballstadion, weißt schon so, oder überhaupt, dass man sagt, wir haben jetzt große Fußballstadion oder Olympiastadion, das sind Dinge, die hat es vorher nicht gegeben, die hat sich jemand ausgedacht, dann wurden sie gebaut und jetzt haben wir sie. Ja, gell? Also würde es in der Noosphäre gibt es Fußballstadien.
Und sowas meine ich als Beispiel, aber auch alles andere natürlich. Aber ich meine jetzt auch, in der Dinosphäre wird ständig bereichert um Dinge, die wir neu erfinden und die wir neu entdecken. Also Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben. Zum Beispiel konnte man vor der Erfindung bestimmter Mikroskope kein Atom sehen, ja, und jetzt oder jetzt Elektronenrastermikroskop, du kannst alles Mögliche sehen, was du vorher nicht sehen konnte. Oder Hubble-Teleskop, ja, gell? Also das sind alles Dinge, die in diese Noosphäre eingetreten sind, und da halten wir uns eben auf, und dort treffen wir, da können wir, also meine Erfahrung, können wir eben diese Entitäten treffen, die da eine Rolle spielen, ja, oder denen wir was verdanken haben, oder ja, ist das, würdest du diese Beschreibung teilen? Also vielleicht jetzt nicht so in diesem konkreten Sinne, aber ich wurde, sagen wir, von meinem Mentor, und das war irgendwie so ein alter weißer Mann, zum Beispiel durch eine Bibliothek mal geführt, die riesig ist, mit vielen alten Büchern, mit allen möglichen Wissenszeug und so weiter. Also wo ich mir vorstellen kann, dass irgendwo Wissen abgespeichert ist, wie man jetzt dieses Symbol, ob das hier eine Bibliothek ist oder in der Stratosphäre, keine Ahnung, ist, das weiß ich nicht, aber ich merke so, okay, da gibt's diese Form von Räumen im eigenen Inneren oder vielleicht auch draußen, wenn man, keine Ahnung, die da diesen Zugang vielleicht ermöglichen, aber mehr weiß ich jetzt dazu nicht. Ist das okay? Ja, das ist okay. Und dann wollte ich auch nochmal bestätigen, diese Sache mit dem Pendel und mit dem dritten Auge, mit dem Sog und so, ja, gell? Erst vor knapp 2 Wochen oder so habe ich das auch mal probiert, also dieses dritte Auge Sog, ja, weißt du, einatmen, ja. Das war dann so ein Soggefühl und 2 Atemzüge und ich war weg. Hat funktioniert. Ich finde es überhaupt besonders wichtig und also auch super, dass du das alles so mitteilst, weil ich finde, wir müssen schauen, dass wir in diesem Außerbereich, außerkörperlichen Bereich Gemeinsamkeiten finden, also Schnittmengen. Ja? Und viele Dinge, die du in deinem Buch beschreibst, die habe ich auch erlebt. Also, da müssen wir schauen, dass du begrüßt wirst, willkommen in unserem, ich muss es gerade mal, wie hat es da geheißen? Moment, müssen wir auch. In unserem heiligen Land. Ja, was war das? Wo hieß es da? Moment. Wo war das? Wie es hieß, willkommen. Genau, also ich bin da auch wo reingekommen, da kam einer auf mich zu, ja, oder eine, der hat gesagt, willkommen in unserem Universum, ja. Das war die Eintrittskarte und von da an war ich in einem Bereich, wo ich vorher noch nie war. Ja. Und ich kann mir vorstellen, und das ist eben das Spannende, was hinter diesem schamanischen Tod passiert, dass dadurch so eine universelle Reise, und das ist jedenfalls meine Behauptung, mit eintritt, die, sagen wir mal, jeder mitgestalten kann. Jeder, wenn man das Ich fallen lässt, kommt man, sagen wir mal, Schritt für Schritt, sagen wir mal, in die eigenen Abgrund und Tiefe, um dann, sagen wir mal, von dort wieder aufzuerstehen. Und ich glaube, da gibt es, sagen wir mal, auf dieser Stufenleiter, und die auch dann, sagen wir mal, auch wieder hochklettert. Ich war dann viele Erfahrungen, die, sagen wir mal, uns vereinen und auch so, sagen wir mal, zusammenkommen. Natürlich mit anderen Bildern, mit anderen bisschen Symbolen etc., aber so vom Urgrund oder Urgrundidee wird das dasselbe sein. Da bin ich zuversichtlich, weil es geht ja um diese Einheitserfahrung, die man dann dazu durch dann mitbekommt. Ich habe auch etwas erlebt, was sehr, sehr, also außerordentlich eindrucksvoll war, dass ich mich nicht als Doppelgänger gesehen habe, sondern ich habe mich im Astralspiegel gesehen. Also ich habe mich im Astral, in einem, sagen wir mal, Normalspiegel und gleichzeitig einem Astralspiegel gesehen. Und der Astralspiegel
der Spiegel hat gezeigt, unmittelbar meinen emotionalen Zustand. Und als ich gemerkt habe, dass der Astralspiegel was anders zeigt als der Normalspiegel, habe ich da Versuche gemacht, um zu sehen, wie eine Emotion meinen Astralkörper verändert. Und da habe ich verschiedene Emotionen ausgewürfelt. Das war sagenhaft. Ja. Das war, also das hat mir sofort klar gemacht, wie wichtig es ist, sagen wir mal, den Bewusstseinsraum einigermaßen in Form zu halten. Ja. Weil ich habe mich so verändert, dass ich gedacht habe, ups, ja, also auch zu einer richtigen Maske, also so einer Schreckensmaske, so eine Art Medusa, ja. Gell? Hoffentlich komme ich wieder zurück, gell? Also ist natürlich gegangen, aber das sind so Sachen, die machen einem viele Dinge, wie sagt man, ja, unmissverständlich klar und helfen einem dann, sich besser wahrzunehmen und unter Kontrolle zu halten. Und weil du gerade ein Thema ansprichst, weil ich, sagen wir mal, noch nicht erwähnt habe, welche anderen Phänomene zum Beispiel einem als Kind dort beigebracht haben, zum Beispiel diese Form von Astralprojektion, das kann zum Beispiel eine Sache sein, aber was mir zum Beispiel auch noch nahe reingelegt wurde und das ist auch spannend, wenn man sich im Klartraum auf das dritte Auge konzentriert, kann man die Auren um die Figuren sehen, wenn man auch gleichzeitig still steht, kann man, sagen wir mal, verschiedene Farben sehen und das fand ich auch sehr spannend. Wow! Warum werden mir hier Auren gezeigt? Oder zum Beispiel, wenn man dann auf die eigene Hand schaut, dann rotiert plötzlich hier ein kleiner Wirbelsturm, wo man merkt, okay, es geht auch in die Reiki-Richtung, also um diese Heilungskräfte, die, sagen wir mal so, auch, also die man hier und dort, sagen wir mal, hört, etc. Und dann wird das plötzlich in einem Klartraum oder in diesen transenden Träumen einem nahegelegt, weil man auch diese Prüfungen bestehen darf, die aus der Stille und Liebe dann passieren. Und das finde ich auch sehr interessant, dass man plötzlich auch diese Sphären betrifft, mit denen ich nichts am Hut davor hatte. Also nicht mal gelesen. Und erst im Nachhinein, sagen wir mal, mir die Sachen so ein bisschen angeschaut, was meinen die damit? Und das ist auch ein spannender Prozess und das ist das, was ich vorhin vielleicht meinte. Niemand weiß, welche Talente vielleicht vom Gott noch mitgegeben hat. Und da kann man die, sagen wir mal, für sich nochmal kennenlernen und schauen, das ist mein Interessent. Das ist ein Fokus, auf den ich vielleicht weiter in den transzendenten Träumen legen möchte. Bei mir ist, sagen wir mal, Punkt. Ich habe hier, sagen wir mal, nur die Aktiv-Passiv-Regel bei mir reingezogen, über die wir jetzt noch weniger gesprochen haben. Das heißt, egal, was mir im Traum passiert, was ich mir wünsche, sage ich, nö, ich bleibe passiv und gehe in die andere Richtung und schaue mir das an, wer im Traum leidet und wende mich dem zu. Und da, wenn ich vor irgendwas weglaufe, nein, auf keinen Fall, mache ich die Aktiv-Passiv-Regel, also die ich so 180 Jahre, ich gehe zu ihm und knuddel ihn und nehme ihn in mein Herz auf. Das heißt, ich habe die Aktiv-Passiv-Regel, die habe ich noch bis heute behalten, drinnen. Und das bedeutet nicht mal, dass ich mich zum Beispiel, wenn mir eine Möglichkeit angeboten wird, so, hey, du hast die Gelegenheit, jetzt Aura oder Chakras zu lesen, und so, sage ich, ne, ich gehe zu dem, der gerade leidet. Oder was auch immer. Also ich lasse mich nicht verführen, egal wie toll dieses Phänomen ist, und gehe in die andere Richtung und merke, da passiert was noch Wunderbares, noch was anderes, was ich mir gar nicht zugetraut habe, noch nie mal gewusst habe und so weiter. Ich merke so. Aber mir wurde im Traum schon ziemlich viel gesagt, es ist gut, wenn du einen Fokus legst. Konzentriere dich auf diesen oder jenen Aspekt und schau mal, wie weit du kommst innerhalb deiner Klarträume. Und das ist etwas, was ich, sagen wir mal, dann vielleicht für die Leute, die, sagen wir mal, sich auf diesen Weg begeben, zu schauen, ich versuche mal, mich diesem Talent in meinem Klarträumen Transzendenten noch näher anzunähern. Ich lasse den, sagen wir mal, immer noch fallen, weil ich weiß, okay, ich möchte einfach noch tiefer in mich schauen und schauen, wie sich diese Realität mit der Wirklichkeit verknüpft. Also das ist jetzt mein Weg. Ich merke, wenn ich gerade das artikuliere, geht in diese Richtung. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man, sagen wir mal, nach 2-3 Jahren der Reise, wo man merkt, okay, man hat viele Sachen schon synchronisiert, man ist schon eine bestimmte Typ vorgedrungen, man hat schon die Mentoren da und so weiter. Und die Leute, die, sagen wir mal, sich mit dem Thema beschäftigen, wird das sagen wir mal, getriggert werden, kann man den Fokus setzen, so, ich möchte diesen Aspekt, dieses übersinnliche Talent, was auch immer das bedeutet, für mich erforschen und, sagen wir mal, in die Welt weiter mitteilen. Und ich habe noch für mich kein Ziel festgesetzt, weil jetzt müsste ich wahrscheinlich meinen Beruf verlassen.
Okay, im Moment gibt's. Ah ja, Jonas hat noch eine Frage. Okay, ja, Jonas. Genau, ich habe noch eine Frage. Und zwar, kennst du diese Momente, wenn du quasi klar bist in einem Traum, aber dann doch die Welt um dich sehr verschwommen ist und sehr wie so ein Milchglas und du willst eigentlich, dass es schärfer wird, aber irgendwie du sagst, ja, jetzt Klarheit jetzt und so weiter, aber irgendwie passiert nichts. Hast du da vielleicht Tipps für solche Situationen, wo quasi man einen Klartraum noch klarer machen kann, wenn man jetzt gerade irgendwie so in so einer Situation ist, wenn es halt so alles ein bisschen verschwommen ist noch? Ja, also bei mir ist es so, dass die Mentoren dazu mir kamen, also wenn eine Passantin da ist, ich war, kannst du mir bitte an den Augen schrauben. Dann kommt eine Passantin, drückt dir den Finger so in den Knopf und dann wird es klarer. Das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Das heißt, man wird tatsächlich öfters an den Augen operiert. Ich werde damit, sagen wir mal, diese Konzentration, diese Stille beibehalten, damit der Klartraum aufrechterhalten wird. Also du kannst den Mentoren oder die Leute, die da sind, bitten, dass sie dir helfen, bei den Klartraum zu stabilisieren. Das heißt, du holst dir die Hilfe von außen und die wird dir gegeben. Denn wenn du bittest, wird es dir gegeben. Und wenn du, das ist die Regel. Und man muss nur keine Angst haben, egal was da passiert, einfach zulassen, die greifen auf die Akupunkturlinie etc. zu und das heißt, das ganze Milchfeld ist sofort vorbei. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten, also immer wieder einen Realitätscheck machen. Ich finde das eh spannend, wenn man diese Realitätschecks macht. Also bei mir war es immer so, Finger durch den Hand durchzugehen und dann merkt man so, okay, wenn man den Finger schon durch die Hand gehen kann, warum sollte dir irgendein Zahn wehtun oder irgendein Schuss oder was auch immer? Man ist schon der Geistkörper. Das heißt, die ganzen Realitätschecks deuten darauf hin, dass man schon der Geist, der vollkommene Geist ist. Man muss es sich nur zunutze machen. Und ich lese gerade so ein Buch, Spiritualität von unten, von Anselm Grün und Meinhard Düffner. Und ich hätte gerne das Buch vorher gelesen, bevor ich mein Buch geschrieben habe, weil ich mir dachte so, okay, der erzählt ja auch viele Sachen, die, sagen wir mal, meinen Weg unterstützen haben. Der Jesus, um damit ein Erleuchteter wird, der hat doch keine Astralreise gemacht. Der hat sich an das Kreuz genagelt. Ja? Bei Frau Holle, die Goldmarie, die macht irgendwie keine Ausflüge draus und die geht in den Tunnel ab. Bringt da rein und wird belohnt und so weiter, die ganzen Märchen und so weiter. Und das beschreibt eigentlich ziemlich schön, dass, sagen wir mal, der Weg der eigenen Transformation geht dadurch, sagen wir mal, durch den Schmerz zu gehen und den zuzulassen und das, sagen wir mal, zu unterstützen. Denn wenn man in die Ohnmacht durch einen Tod kommt, nicht wahr, merkt man so, ah, ich bin in der Ohnmacht, in der Dunkelheit, ich gebe auf, dann erscheint das Licht. Dann kommt die Hilfe von oben, durch die Mentoren und so weiter. Und man merkt so, ah, weil man sich dem Gegensatz hingegeben hat, dem Angst, dem Schrecken, dem Schmerz, wird man dann plötzlich von der anderen Seite bereichert. Also so ungefähr kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Macht Spaß, glaub mir. Schön. Okay, da hatte sich der Thorsten nochmal gemeldet. Ja, danke. So, diesmal habe ich auf den richtigen Knopf gedrückt. Meine Frage an dich, Bartosz, wäre mal, wie würdest du eigentlich die Marktchancen eines Films über dieses Thema einschätzen in Deutschland? Wie viele Leute würden sich so einen Film angucken über so ein Thema? Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die mich auch öfters beschäftigt, weil ich natürlich jetzt, sagen wir mal, auch überlegt habe, wie kann man das als eine Geschichte verpacken oder als ein dokumentarisches Projekt. Ich glaube, über einen Dokumentarfilm ist es ein bisschen einfacher, aber dennoch ist es immer das gleiche Problem, nicht wahr? Nein, es ist nicht wissenschaftlich belegbar. Es ist, wie soll man auch die subjektive Sicht messen? Ich habe noch keinen Wissenschaftler gefunden, das ich überhaupt jemals in einem Gehirn entdeckt hatte. Hat er irgendwelche rote Punkte vielleicht am Scanner gesehen, aber das ich wurde, glaube ich, noch nicht entdeckt, also ich wüsste es jedenfalls nicht. Also man kann solche Sachen nicht irgendwie jetzt einfach belegen und deswegen wird man, sagen wir mal, da immer von dem Kopf gestoßen werden. Deswegen sehe ich zurzeit jetzt, sagen wir mal, im Mainstream da weniger Chancen, aber ich denke, sagen wir mal, solche Portale, wie das jetzt Oliver macht, ich weiß, sind wunderbar für so einen Austausch und ich merke so, die Netzwerke werden immer größer in diesen Bereichen und vielleicht ergibt sich's irgendwann mal,
dass das noch stärker gesehen werden möchte. Oder man muss irgendwie einen starken Zugpferd haben, irgendwie einen bekannten Schauspieler oder Regisseur oder wie auch immer, der das, sagen wir mal, mitzieht. Aber wenn du, Thorsten, irgendwann mal da eine Lösung dafür findest, sag mir dann gerne Bescheid. Ich würde es gerne wissen, auf jeden Fall. Ich weiß, vielleicht wäre ein fiktionaler Film sogar besser als eine Doku, weil dann kann man sagen, ja, das ist doch alles halt Filmhandlung. Was regt ihr euch denn auf, ihr Wissenschaftler? Und das ist natürlich ganz toll, dass solche Filme wie Matrix oder Inception oder solche Filme, sagen wir mal, plötzlich da sind, wo man merkt so, okay, da gibt es Künstler, die das irgendwie riechen, die das auch umsetzen können und wir, sagen wir mal, in dieser Generation dabei sein durften. Da hast du vollkommen recht. Also ich hoffe, dass werden mehr solche Filme entstehen und dass da noch mehr Offenheit da ist. Okay. Jo, da hat sich wieder die Ingeborg gemeldet. Also zu den Filmen, einer ist schon fertig, der heißt Superhuman, hauptsächlich von Geschichte von Whitley Strieber. Dann erscheint im November von Pixar der Film Soul, da geht es genau darum. Genau. Und dann wollte ich dich auch noch bestätigen, also ich hatte einen ganz archetypischen Traum, also von einer biblischen Größe, der gezeigt hat, wie durch also Dunkelheit und Katastrophen, Schmerz, du verstehst schon, ja, gell, neues Leben, neuer Qualität entsteht, habe ich genau gesehen vor meinen Augen. Also es war atemberaubend, kann ich auch bestätigen. Und dann war, was wir noch nicht besprochen haben, war Stichwort Verstorbene. Hast du da Kontakt? Es ist sehr, sehr interessant, dass auch diese Bandbreite mir angedeutet wurde. Also es gibt dann in diesen ganzen Träumen bei mir klar Indizien dafür, dass diese Möglichkeit tatsächlich gibt. Also ich merke, dass das, sagen wir mal, durch die Halluzinationen, die dann ab und zu mal erscheinen, sind sehr rar eigentlich und so weiter, diese Möglichkeit da gibt. Aber ich bin da jetzt nicht so weit drinne. Aber es ist interessant, wenn und das ist das Spannende, was passiert, wenn man sich selber auf den eigenen Tod einlässt, gibt es ja diese Wiederauferstehungsgeschichte. Interessanterweise passiert das auch bei den Figuren selbst. Ihr werdet merken, okay, ihr begegnet jemanden aus eurem Leben, der im Traum stirbt. So, ihr seid natürlich entsetzt. Wacht auf. Der Witz ist bei der ganzen Sache, in die Stille zu kommen, zu schauen, was passiert ist. Und ihr werdet merken, dass diese Figur eine Wiederauferstehung erleben wird. Und dann trennt sich bei dieser Figur zum Beispiel der Geist vom Körper oder sie lebt wieder auf, aber in einer anderen Sphäre, in dieser Richtung. Das heißt, diese Indizien gibt es im Traum schon, aber man muss sie, sagen wir mal, zulassen, entspannt. Man muss den Prozess des Gehens lassen, akzeptieren, um jemanden auferstehen zu lassen. Und dann geht das Richtung wahrscheinlich, aber ich bin da jetzt, sagen wir mal, wie schon gesagt, das Feld hat sich noch nicht weiter bei mir gestreift. Gehe ich davon aus, dass da diese Verbindung dann in die äußere Realität mit herschwingt und deswegen gibt es wahrscheinlich diese Menschen, die medial begabt sind, die dieses Talent haben und so kann ich mir dieses Talent tatsächlich erklären, dass sie irgendwann mal in den Träumen das für sich geschafft haben, als Kind oder als Jugendliche, nicht wahr, zuzulassen, dass jemand stirbt und wieder auferstehen kann, etc. Und somit hat man, sagen wir mal, die Form von Sensibilisierung gelernt, mit diesen Energieinformationsfeldern, die das ja eigentlich sind, in Einklang zu bringen und das vielleicht zu hören. Also so könnte ich mir das vorstellen, aber das ist natürlich Laienwissen, aber ich merke, so ein paar Indizien gibt es in dieser Richtung. Ich habe davon auch nie, damit wollte ich damit auch nie was zu tun haben, aber es ist einfach reingekommen. Ich erzähle jetzt einfach nur so, was da passiert ist. Okay, der Thorsten hat sich nochmal gemeldet. Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar hast du in deinen Traumerlebnissen eigentlich mal die Beobachtung gemacht, dass das alles Handlungen sind, die kontemporär stattfinden zu unserer heutigen Zeit, oder hast du auch Sachen dabei, die in früheren Zeiten stattgefunden haben, zum Beispiel Tode, die du da erlebt hast? Denn meine Frage geht darauf hin,
ob du da Indizien gefunden hast, dass du vielleicht auch nur unter anderem, nicht nur, sondern unter anderem auch Erinnerungen an frühere Leben und frühere Tode da wieder erlebst. Auch ein spannendes Thema. Also es gab Vergangenheitsträume, wo man im Ritterturm war oder im alten Rom oder bei den Griechen etc. Also die gab es schon. Ziemlich, doch, gab es, nicht wahr? Aber ich würde es, also es waren, sagen wir mal, Prüfungsräume und man musste sich an eine Zeit stellen, die, sagen wir mal, dem gegeben ist und wie kommt man mit dieser Handlung klar und wie kann man das in sich integrieren. Aber ich hatte jetzt jedenfalls nicht das Gefühl, dass es, sagen wir mal, auf diese Reinkarnationsträume hinweisen würden. Das weiß ich noch nicht. Da diese Ebene habe ich noch nicht betreten, aber ich kann mir vorstellen, da jetzt eine Zeitmaschine bei mir vor der Tür steht, könnte sich das in dieser Hinsicht auch mal entwickeln. Also diese Vergangenheitsräume gab es. Ich muss zugeben, ich habe mich davor damals auch mit diesem Prinzip von Reinkarnation oder Leben davor nie interessiert. Das kam auch in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich erst überhaupt in mein Blickfeld. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht durch irgendeinen Traum etc. Und es ist auch so, mit den Sachen, die man sich beschäftigt, kommen auch im Traum wieder. Ja, und die werden dann nochmal stärker unterstützt. Deswegen habe ich auf diese Frage jetzt keine so eine richtige Ja-Antwort für jetzt bei den anderen Themen, nicht wahr? Aber ich kann mir vorstellen, dass das im Informationsfeld auch drin sein könnte. Also sonst hätte ich diese Vergangenheitsträume nicht gehabt und wozu braucht man eine Zeitmaschine, wenn man nicht in die Vergangenheit und die Zukunft fahren kann? Also so. Ja, danke. Ja, dann hat sich wieder die Ingeborg gemeldet. Ja, auch nur noch eine kurze Frage, noch ein Feld, was sich ja dann auch immer auftut, Stichwort Besuch von anderen Planeten. Sehr, sehr interessant. Da muss ich zugeben, das ist näher dran als jetzt das mit der Inkarnation, weil ich merke so, das Luftelement, also Außerirdische oder wie auch immer, die, sagen wir mal, so ein bisschen zukunftsfähig aussehen, die sind mehr dabei. Also die sind natürlich auch vermenschlicht etc. und so weiter. Aber man merkt so eine Form von höherer Intelligenz, jetzt ob das jetzt die innere ist oder die äußere ist, das weiß ich nicht. Da merkt man, sind in diesen Träumen vertreten. Und das ist auch spannend, sagen wir mal, das auch so zu sehen, welche Technik sie da auffahren. Aber das heißt, die Träume sehen sehr futuristisch dann in diesem Moment auch aus. Aber ob das jetzt, sagen wir mal, Lebewesen, sagen wir mal, aus fremden Planeten sind, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, sagen wir mal, so zwischen den Sphären etc. im Informationsfeld oben oder unten vielleicht dieses gibt. Ich persönlich muss ich zugeben, ich glaube daran, dass es, sagen wir mal, eine Form von außerirdischen Wesen gibt, einfach aus dem Aspekt, das Weltall ist so riesig, also es wäre wirklich Quark zu denken, wir wären irgendwie die Einzigen hier. Also nur aus diesem Prinzip her. Aber in den Träumen wurde das jetzt nicht so bestätigt, sage ich mal so. Deswegen kann ich auch völlig falsch daneben liegen. Dazu passt eben auch ein Traum von dir vom 6. September 2010. Es wird mir gezeigt, dass irgendwann im Traum ein Schuljunge der Erfinder eines unentdeckten Elements sein wird. Dieses neue Element kann die Schwerkraft ausschalten. Ein anderer Junge wird Pi heißen, genauso wie die Zahl, die das Unendliche repräsentiert. Und ich bekomme gerade eine Gänsehaut und ich finde es spannend, dass du jetzt diesen Traum vorgelesen hast, weil ich schon vorhin angedeutet habe, dass, sagen wir mal, nicht man selbst diese Macht hat, diese Talente, sagen wir mal, zu lernen, sondern, sagen wir mal, das sind die, wie Jesus schon mal sagte, so die Blinden, die Armen, die Kinder etc. Und besonders die Kinder, wenn man merkt, man überlässt denen deren Willen im Traum, das heißt, man beharrt nicht auf seinen Willen, sondern man überlässt den, wachsen die. Und dann bekommen sie tatsächlich plötzlich diese übernatürlichen Fähigkeiten. Und ja, ich hatte schon ein Kind bei mir gehabt, das Telepathie, sagen wir mal, im Traum hergestellt hat. Aber noch einfacher ist, sagen wir mal, alle Sachen zum Schweben zu bringen, ist, sich auf den Rücken im Klartraum zu legen. Alles schwebt. Alles, was du loslässt, geht hoch. Das ist auch das Interessante ist, wenn man
man muss jetzt nicht direkt, sagen wir mal, sterben im Traum, wenn man jetzt eine Zwischenstufe einbauen möchte, um diese Erfahrung zu machen, also des Transzendenz, reicht es, sagen wir mal, sich im Traum einfach nur hinzusetzen, im Klartraum. Man kommt in die Stille und du merkst, wuff. Ein anderer Trick ist, sagen wir mal, sich im Klartraum, wenn es möglich ist, sich nach hinten fallen zu lassen, einfach die Kontrolle loszulassen. Man landet sofort in einer anderen Sphäre und die ist bewusstseinserweiternd genug. Und dann kann man sagen, so, ich gehe mal auf den Tod zu. Also kurz die Etappen zwischendurch wählen und dann merkt man so, da gibt es noch eine andere Ebene, wenn man loslässt und zulässt. Und bei diesen übersinnlichen Geschichten, die, sagen wir mal, in einem entstehen, wo man merkt, so, okay, das Potenzial ist da, den Raum der Träume. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass diese so stark werden, die Kinder, oder groß werden, dass sie, sagen wir mal, als Halluzination mit einem mitgehen. Man selbst kann die Träume nicht, man kann diese Figuren nicht kontrollieren. Man muss den Willen den Figuren überlassen. Also so läuft es wahrscheinlich dann vielleicht hinaus, wo man merkt, so, man lässt dann, sagen wir mal, deren Arbeit verrichten. Viele Heiler sagen auch immer so, ich habe ja nichts gemacht, das war jemand anders über mich oder ein Gott über mich und so weiter. Ich war nur still und habe zugehört und zugeschaut, dass es sich selbst regelt, wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Aspekte dann vielleicht dazukommen und dass auf dieser Ebene auch einem visualisiert wird, damit man mehr genauer sieht, wie dieser Wahrnehmungsprozess ist, also sichtbar ist und so weiter, könnte ich mir vorstellen. Also das ist so, ich glaube, da sind noch sehr viele unentdeckte Talente in uns drin, die wir noch wirklich hochschaufeln können. Okay, ja. Jonas, du hast noch eine Frage? Ja, also ich finde das sehr spannend und ich höre dir wirklich ja gespannt zu. Mir ist noch eine Frage gerade gekommen. Hattest du schon mal so eine Art standardisierte Prüfungssituation, wo du so verschiedene Level bewältigen musstest und wenn du es halt nicht geschafft hast, dass du wieder am Level 1 angefangen hast, wo halt immer die gleichen Aufgaben sozusagen sind? Solche Sachen? So kann man es eigentlich auch so ein bisschen sehr sagen. Sagen wir mal so, wenn ein Dinosaurier, der dich oder eine Schlange, die dich zerfleischen oder beißen möchte, die du am Anfang nicht angenommen hast, ich meine, wird dir irgendwann mal wieder erscheinen oder nochmal wieder, bis du es zulässt, sage ich mal so. So, das heißt, diese Konfrontation gibt's, aber man will es ja auch. Man kann jederzeit das sagen, abbrechen, ich möchte damit nichts zu tun und ich folge meinem Willen, dann wird das Unbewusste sich auch nach dir richten und dir diese Elemente nicht mehr zeigen. Wenn du aber offen dafür bist, so, dann passiert es. Und wie schon gesagt, sind diese Bisse sehr, sehr heilsam. Und noch spannender wird es, wenn man die anfängt zu reden. Sehr weise. Ich hatte, sagen wir mal, so alle halben Jahr so einen Zwischentraumbericht bekommen, wo ich gerade in meiner Entwicklung stehe. Was wurde gemacht? Und was ich, sagen wir mal, bestanden habe. Also es gibt tatsächlich so eine Abschlussträume. Und meistens ist es interessant, diese Abschlussträume von einem Thema, das man bearbeitet hat, wirken als eine positive Halluzination nach oder als eine bestimmte Form Entspannung im Körper, wo man dafür bedankt wird oder wo man merkt, so das Unbewusste dankt dir, dass du dich deinem eigenen Wesen angenähert hast. Ja? Und deswegen kommt es so eine Form von Harmonie oder Verschmelzung. Und dann merkt man so, okay, ich bin für die nächste Etappe bereit. Und das ist auch so, dass, sagen wir mal, manchmal auch so, bevor man sich, sagen wir mal, der Schlange im transzendenten Traum stellt, nicht wahr, wird sich, sagen wir mal, in einem Typtraum schon angedeutet. So als Kleine, so, nicht wahr, und dann so weiter. Das heißt, man wird kurz angedeutet, aha, dann wacht man ein bisschen erschrocken auf, okay, die Schlange ist da oder jemand anderes, nicht wahr, und ein paar Tage später, nachdem man das schon für sich verinnerlicht hat, nicht wahr, wird man einer größeren Schlange konfrontiert, so, ach nö, noch nicht. Und wartet man ein bisschen, ach, ein paar Tage später, jetzt bin ich bereit und dann geht das automatisch. Was das Schrägste aber bei der ganzen Sache ist, also das heißt, es gibt diese kleinen Stationen, man merkt, das sind so kleine Kurzfilme, die aneinander aufbauen, um ein Ziel zu verfolgen, nämlich Urvertrauen, Liebe, Wahrheit, nichts leugnen etc. Das wird eigentlich ganz klar durchstrukturiert, mehr oder weniger nach diesem Aspekt. Aber was völlig schräg ist, und das ist zum Beispiel etwas, wo man merkt, so, okay, man kann auch Grenzen setzen. Das heißt, es gibt, sagen wir mal, Elemente im Traum, wo man dann dazu gehalten wird, nicht wahr, gegenzusteuern, nicht wahr, Nein zu sagen, nicht wahr? Das heißt, es gibt Mentoren, die dabei stehen, die dir helfen, Nein zu sagen. Also
sich abzugrenzen und so weiter. Das gehört auch zum Leben dazu und auch zum spirituellen Weg. Und was noch aber noch dazu passiert ist, weil man sich merkt, dass das Traum-Ich reifer, intelligenter wird als man selbst, kann man viele Situationen durch das Traum-Ich einfach loslösen lassen. Das heißt, Beispiel, vor 3 Monaten, es gab 2 verschiedene Träume in dieser Hinsicht sogar, merke ich so, wird ein Schachbrett aufgebaut und man merkt weiße Figuren auf der Seite, ich bin, und schwarze, dunkle, böseartigen auf der anderen Seite. Und das sind alles Riesenritter und der schwarze König mit so einem Riesenschwert. Und ich weiß, erstens kenne ich die Regeln nicht und ich weiß, ich werde die nie besiegen, wenn ich mich nach meinem Verhalten wiederhole. Und dann habe ich gesagt, ich entspanne mich und sagte so, trau mich, mach du das mal. Und mein Traum-Ich holte einfach, zückte so ein Schwert raus, ich weiß nicht, wo er das hatte, ich bin aber in dieser subjektiven Sicht drinne. Der hat alle sowas von niedergemetzelt. Der König hatte gar keine Chance, also griff zu seinem großen Schwert, aber der okay, das ging schneller als gedacht, also das ist die Intuition, die plötzlich durch einen durchbricht, wenn man das eigene Traum-Ich loslässt. Das ist das Problem, man will das Traum-Ich nicht loslassen, weil man denkt, man ist das Traum-Ich. Aber das Traum-Ich und das eigene Ich sind 2 verschiedene Parcours. Hat sie einfach niedergemetzelt, so, und dann, okay, und dann hat sich der Traum abgeblendet und dann flog ich irgendwie durch ein paar verschiedene Welten, keine Ahnung, ganz tief, durch das, weiß ich nicht wo, durch das, und lande auf einem Planeten, der total grün bewachsen ist, wunderschöne Idylle, und vor mir stehen 2 Prädatoren, ein Männchen und ein Weibchen, so total innig und liebenswert, in grün gekleidet. Und ich bin so 1 Meter klein und die 2 Meter größer, wo ich mir dachte, und die empfangen mich in diesem Sinne. Und da habe ich auch gestaunt, was man plötzlich sowas dann mitbekommt, solche Welten. Und dann gab es einen anderen Traum, wo ich merkte, so jemand, einer im Raum wollte mich angreifen. Ich hatte irgendwie keine Lust dazu, mich damit auseinandersetzen, und habe gesagt, Traum, ich mach du das. Der hat ihn so in die Schranken gewiesen, der wird sich nie wieder melden. Ich bin einfach still geblieben und habe einfach das Problem an mich oder an meinen Mentor, also meinen Traum, mich wieder weitergegeben, und das Ding ist dann bereinigt. Das heißt, auch diese Phänomene kommen jetzt, sagen wir mal, stärker zu mir zutage, wo ich einfach mich in die Beobachterrolle, sagen wir mal, zurücklehne und lasse das Traum, mich für mich dann die Sachen lösen. Interessant. Nee, ich hatte letztens, ein bisschen weiter. Was heißt letztens? Ist auch schon wieder 2 Jahre her. So eine Situation, wo halt irgendjemand mich verfolgt hat, ich Angst hatte und weggelaufen bin, und dann habe ich mich halt umgedreht, habe mich der Situation gestellt, habe halt den Verfolger in den Arm genommen, und in dem Moment wurde es halt schwarz, also alles schwarz, und dann wie so im Film, wo es halt so ausgeblendet ist, und dann ist es wieder, na nee, das ist schwarz geblieben, und dann habe ich halt kristallklar so eine Stimme gehört nach dem Motto so, du hast jetzt dich qualifiziert für eine Testreihe und du darfst jetzt das erste Level sozusagen machen. Und dann ist es quasi wieder hell geworden, also wieder, ja, zu, die Welt ist wieder entstanden, und dann war ich in einem Raum, wo halt ganz viele Stühle waren, und ich sollte halt, meine Aufgabe war es, diese Stühle halt irgendwie zurechtzurücken. Und dann habe ich das halt ein bisschen was gemacht, so wie ich gedacht habe, wie es halt richtig ist, und dann ist es halt wieder so ausgefailt. Und dann habe ich halt diese Stimme, die halt immer noch kristallklar in meinem Kopf zu hören war, also wie als wäre es halt eine richtige Person, gefragt, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und dann hat die Stimme nur gesagt, ja, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und dann habe ich noch gefragt, ob ich jetzt für Level 2 sozusagen qualifiziert bin, aber dann war es wohl nicht so. Und dann, ja, ich fand diese Erfahrung sehr, sehr spannend, weil es wirklich so eine Person war, mit der ich geredet habe, innerlich, die kristallklar war, und so eine Art wie so ein Spiel, was ich da durchlaufe, irgendwie im Traum. So war das. Und das ist richtig. Vielen Dank für den Beitrag. Super. Also es könnte ein Traum direkt von mir sein, weil ich so ähnliche Phänomene besonders im ersten Jahr erlebt habe, wo man jemanden geknuddelt hat und dann blendet sich aus und dann blendet sich auf und dann kommt man in den Bereich, und das sind für mich die transzendenten Träume tatsächlich. Und wo man merkt, so, okay, man wird tatsächlich angehalten, weiter diesen Weg zu gehen. Also man hört so eine Mentorenstimme etc. Und man merkt, man ist in einem sicheren Raum. Man wird die ganze Zeit auf einen aufgepasst. Es kann einem nichts passieren. Deswegen ist dieser Beitrag sehr, sehr wichtig. Interessanterweise, also bei diesen transzenden Träumen, du meintest Stühle rüften. Ich musste irgendwelche Hemden bügeln oder aufsetzen, mein Zimmer aufräumen und so weiter. Ich wollte hier Einheitserfahrung sammeln, irgendwie Gott sehen oder keine Ahnung, ich musste aber erstmal aufräumen.
Und das ist aber wichtig, die eigene Seele, sagen wir mal, ein bisschen aufzurampeln, ein bisschen zu entrümpeln und so weiter. Das, was, sagen wir mal, links und rechts stehen gelassen wurde, wieder beisammen zu rücken, die Wände neu streichen und so weiter. Ja, alles lästig, alles langweilig. Aber das ist, sagen wir mal, die innere Welt, die man damit, sagen wir mal, wieder in Ordnung bringt. Und auch wenn es jetzt nur Stühlerücken ist, ich war an die Seite, zur Mitte oder was auch immer das bedeutet, und du weißt ja nicht, wer später auf diese Stühle Platz nimmt. So. Und somit kann sich daraus dann ein weiterer Traum, sagen wir mal, ergeben. Und man merkt dann so einen roten Faden durch die ganzen Träume, die dann bei dir auch in jeder Hinsicht weiter vollzogen werden, wenn man sich, sagen wir mal, auf diesen Prozess des Annehmens, Loslassens, wie auch immer, zulässt. Und das hast du gemacht. Du hast jetzt, sagen wir mal, den schamanischen Tod ins Auge geschaut. Hat nicht wehgetan, oder? Nö, war eine schöne Erfahrung. Siehst du? Deswegen. Okay. Gut, ja, dann würde ich gerne mal kurz auf den Tim zurückkommen, weil Tim ist im Grunde der, weswegen wir die heutige Runde machen, denn er hatte von der Weile ein Buch gelesen. Und ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz fragen, Tim, was hat das Buch denn bei dir so bewirkt? Ja, also bei mir bewirkt hat das, dass ich mich da wieder tiefer mit beschäftige. Ich beschäftige mich ja eh immer, sag ich mal, oberflächlich oder im Hintergrund mit Träumen, Klarträumen. Das ja eine Zeit lang mal ganz aktiv gemacht und finde da aber irgendwie nicht mehr richtig den Dreh ran. Und das hat mir einfach nochmal so ein paar ganz neue Aspekte aufgezeigt, die ich so vorher noch nicht in Klartraumliteratur gelesen habe. Und ich habe viel gelesen da eine Zeit lang. Ja, und habe das dann auch so ein bisschen angefangen umzusetzen, habe mich da auch erfolgreich bei meiner Arbeit vom Dach gestürzt und ja. Und irgendwie so ein, ich sag mal, so ein dämonartiges Viech geknuddelt. Und habe auch gemerkt, nach diesem initiatorischen Tod, dass der Traum danach, also ich bin, glaube ich, aufgewacht erst, habe danach dann weiter geträumt. Es war jetzt nicht, dass ich da irgendwie klar war, aber das war schon, auch das war schon irgendwie anders als sonst. Ich hatte eine sehr gute Traumerinnerung. Ich konnte mich an Sachen erinnern, die da an Nummernschild exakt erinnern und so, sowas habe ich sonst in der Regel eigentlich nicht in Träumen. Ja, und versuche da auf jeden Fall für mich auch am Ball zu bleiben, weil ich denke einfach, das ist ein, wie Bartosz ja auch schon gesagt hat, das ist, jeder hat das im Prinzip jede Nacht so und es ist eigentlich ein schönes Werkzeug, das man nutzen kann, gerade wenn man halt irgendwie weiß, man will sich irgendwie entwickeln. Auf spirituellem Wege kann das ein sehr gutes Tool sein, denke ich. Genau. Und ja, da habe ich auch noch mal eine Frage zu der aktiven Imagination. Das habe ich nämlich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe einfach im Prinzip die Träume, oder sag mal, wie benutzt du das Tool an sich? Benutzt du das direkt immer im Anschluss, wenn du einen Albtraum hattest? Oder benutzt du das auch so zwischendrin, sag ich mal, am Tag, dass du sagst, okay, ich stell mir jetzt diesen Traum nochmal vor. Oder machst du das im Prinzip direkt, wenn du aufwachst, um dann wieder einzusteigen? Also eigentlich beides. Also wenn ich den Albtraum gehabt habe, kann ich ihn direkt danach aktiv visualisieren und bitten, dass er vorbeikommt. Aber manchmal erscheint dann der Albtraum nicht nochmal, weil ich entweder nicht zu weit war oder wie auch immer. Dann habe ich dann, sagen wir mal, diese aktive Imagination am Tage nochmal gemacht, am übernächsten Tage nochmal mich diesem Traum oder Albtraum gestellt, der mir widerfahren ist, von den einen Dämon beißen lassen oder den knuddeln zu lassen. Das heißt, ich habe den direkt in der Imagination dann umgewandelt und nach dem vierten, fünften Tag kommt er wieder. Weil du gibst eine Initiationszündung an, dass du dich mit diesem Aspekt oder Symbol versöhnen möchtest. Und das Unbewusste will genauso wie du in Harmonie mit dir leben. Nur es hört immer auf deinen Willen, weil es nie deinen Willen oder dein Ich beschneiden würde und so weiter. Aber wenn du von deiner Ich-Seite das zulässt so und du dem Unbewussten durch die aktive Imagination sagst, okay, ich habe den Dämon jetzt, sagen wir mal, ein paar Mal in meiner aktiven Nummer geknudelt, lass uns mal langsam zum Traum kommen, dann passiert das auch. Also der Mensch will in einer Stille Harmonie leben. Und da will das Unbewusste nicht dem entgegenstehen. Und wenn man bittet, dann wird es auch einem gegeben. Also so kann man das, sagen wir mal, für sich
unterstützend machen. Und wenn der Traum stark genug ist, dann wird man sich auch am Tage daran erinnern und dann so ein bisschen ihn für sich visualisieren, um ihn mit der Aktiv-Passiv-Regel, also wenn man weggelaufen ist, knuddeln. Und wenn man vor einem reichen Schloss steht, geht man sich auf die andere Seite und schaut, was da steht, was arm und verletzlich ist. Denn das ist ja der Gegenpol. Das reiche Schloss kann ja nicht ohne den armen Frau, Mann oder was auch immer Symbol ist, gar nicht entstehen. Bedingt immer aneinander. Ja. Schön. So, ja, dann hat sich nochmal die Ingeborg gemeldet. Ja, ich wollte eigentlich auch nur nochmal bestätigen, was der Jonas gesagt hat, dass er geträumt hat, dass es so eine Art Prüfung und Belohnung, also Prüfung und nächste Stufe gibt. So, das habe ich auch schon mehrfach geträumt, wo ich zum Beispiel auch zweimal war es so, dass ich im Diesseits eine sehr, sehr schwierige Aufgabe gelöst habe und prompt in der Nacht drauf im Traum Next Level. Einmal war zum Beispiel große Freiheit, freie Wahl. Ja, was das ist ja was Großartiges. Ja, große Freiheit, freie Wahl. Ne? Ja. Und das war das eine. Und ach so, und dann habe ich die, sag mal, Entwicklungsbücher von anderen gesehen, also welche Stufen sie gehen und wo und wie und was schon absolviert ist, habe ich gesehen. Und von mir persönlich auch nochmal so eine Liste, so eine Tabelle, ja, wo meine, auf welcher Skala meine Kräfte, wo die ungefähr sind und wie weit es noch nach oben, also wie weit es noch nach oben gehen kann, ja, wie viel Luft nach oben ist. Ja. Also ich kann das bestätigen, das gibt's. Ja, that's a fact. Ich denke auch, jeder wird seine eigene so Prüfung oder so einen roten Faden bekommen, wie sagen wir mal, dieser Entwicklungsfaden gebaut ist und mit den Symbolen, die man gerade bekommt. Vielleicht ist es eine innere Stimme, vielleicht was anderes, etc. Aber für mich war ganz schnell so, jetzt wie bei Jonas, auch eine klare Stimme, die mich durchgeführt hat, wo mir direkt Vertrauen geschenkt wurde, alles gut. Auch als ich zum Beispiel in eine Körperstarre geraten bin, durch verschiedene Geschichten, das gibt's auch, ganz entspannt einfach atmen, löst sich von alleine auf und gehört auch zum Weg dazu, da kommt man nicht drum herum, aber und dann, als ich plötzlich versuchte, mich dagegen wehren, hörte ich plötzlich eine ganz tiefe Stimme: Ruhe oder bleib ruhig. Ja. Also wow, was ist denn das für ein Mentor oder keine Ahnung und so weiter. Und ab diesem Moment wusste ich, ich bin immer in einem sicheren Ort hier, egal was für ein Quatsch ich hier veranstalte, egal wie ich schief diese, was für ein Mist ich hier baue. Ich bin in einem geschützten, sicheren Ort, mir kann hier nichts passieren, weil es immer Energieelemente von oben gibt oder Führer, Führerinnen, wie auch immer, die dich dadurch führen. Und das ist, sagen wir mal, etwas, was für das eigene Leben unglaublich bereichernd ist, wenn man das in seinen Klarträumen erfahren hat oder in den transzendenten Träumen, genauso wie bei Jonas jetzt zum Beispiel, der hat eine ganz klare Stimme mal gehört, die auf ihn aufgepasst hat, weil er jemanden geknuddelt hat, Liebe geschenkt hat, die dann plötzlich sich sofort mit auf den Zug setzt und dich eigentlich nicht vor dem Hacken lassen möchte. So klug sind die schon. Und dann merkt man so, die bleibt bei einem bestehen. Also das, diese Energie, du meinst es schon, 2 Jahre her ist der Traum, der ist da. Kann dir keiner nehmen. Okay, ja, dann würde ich sagen, da es keine Wortmeldung gibt und wir die 2-Stunden-Marke überschritten haben, dass wir dann langsam zum Ende kommen. Bartosz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns. Fand ich sehr interessant, sehr inspirierend, viele interessante Tipps und ich denke, da werden viele Zuhörer und Zuschauer einiges von mitnehmen. Dankeschön. Danke euch.